Eine Minute später dann ein Konter der DEG mit Rob Collins. Und er zieht rein in die Mitte und dann trifft er trocken ins Eck. Das vermeintliche 2:0 für Düsseldorf, aber der Treffer wird nach Videobeweis nicht gegeben. Daschner steht klar im Torraum abseits. Das ist die letzte Szene aus dem ersten Drittel, rein in den zweiten Abschnitt. Köln zunächst mit Fehler im Spielaufbau, aber dann geht es ganz schnell wieder nach vorne. Alex Weiß legt ab auf Philipp Gogula, der mit dem Querpass, aber Beskorani mit einer seiner größten Stärken ist ganz schnell drüben in der anderen Ecke. In der 29. Minute dann mal wieder Düsseldorf. Daschner mit dem Schussversuch wird geblockt und dann geht es ganz, ganz schnell in die andere Richtung mit John Tripp. Aber wie Sie gleich sehen, drei Düsseldorfer zurückgeeilt und wieder ist Beskorani auf dem Posten. Köln ist hier gefordert, braucht als Elfter ja dringend Punkte aus diesem Derby. 5 Minuten nach dieser Szene dann wirklich mal wieder ein Angriff der DEG mit Travis Turnbull. Die Scheibe läuft dann gut zu Daschner, nach dessen Schuss dann Preibisch mit der Möglichkeit, Danny aus dem Birken kann parieren. Und wie groß diese Chance war, das sieht man in der Zeitlupe. Preibisch trifft aus den Birken am Oberkörper. Das hier dann nur eine Minute später, Puckeroberung der DEG und dann geht es ganz schnell in die Spitze. Ken-Andre Olin durch, wird noch gestört und kann so nicht erhöhen. Eine überragende Rettungstat von Alexander Sulzer. Das ist gleichzeitig auch die letzte Szene aus Drittel 2. Weiterhin das knappe 1:0 für Düsseldorf. Im letzten Abschnitt etwas mehr als 6 Minuten rum. Die Haie im Powerplay. Die DEG blockt, die DEG klaut die Scheibe, die DEG kontert mit Rob Collins und die DEG trifft zum 2:0. Shorthander für Düsseldorf, der insgesamt dritte in dieser Spielzeit, 14. Saisontreffer für Collins. Die Schlussphase und jetzt anschnallen bitte, denn auf einmal zaubert Köln. Holmquist, das ist klasse. John Tripp, das ist überragend. 2:1 Köln wieder im Spiel. Tripp täuscht den Pass in die Mitte an, vollendet dann mit der Rückhand sein 8. Saisontor. Der Haie-Kapitän macht es wieder spannend. Sie wissen, was jetzt kommt. 6. Feldspieler bei Köln, dann die DEG dazwischen, kann die Scheibe zwar nicht unter Kontrolle bringen, aber dann trifft Egner aus der eigenen Hälfte. Sein 2. Shorthander in dieser Saison. Ganz, ganz wichtige Punkte für die DEG. Es ist wieder soweit. Das Spiel der Spiele in der deutschen Eishockey-Liga steht an. Das rheinische Derby. Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG. Und das Ganze zum insgesamt 209. Mal in der Geschichte des deutschen Eishockeys. Und damit herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Ich kann Ihnen sagen, es knistert in der Lanxess Arena. Über 18.000. Köln meldet ausverkauft. Und wenn Köln gegen Düsseldorf spielt, was brauchen wir dann als Experten? Richtig, ein Berliner. Schönen guten Abend, Sven Felski. Hallo Hans, servus. Aber keine Sorge, liebe Eishockey-Freunde. Felle hat natürlich das eine oder andere mitbekommen in seinen 20 Jahren Karriere, was dieses Derby anbelangt. Hilf uns, Felle. Was bedeutet das für den normalen Eishockey-Fan, für dich vielleicht auch als Berliner und für jeden Kölner und Düsseldorfer, dass der KIC die DEG empfängt? Ja gut, es ist natürlich ganz, ganz klar, das sind eigentlich die Rivalen überhaupt im Sport. Ich meine, in Düsseldorf, Köln gibt es ja nicht nur im Eishockey, gibt es ja überall irgendwo im Tennis, Fußball. Und von daher ist es einfach die Rivalität, die Emotionen, die sind dabei, die Medien, die sprechen die ganze Woche über dieses Spiel. Und von daher sind die Leute einfach auch angetan und man sieht es ja, es ist ausverkauftes Haus und das macht ja dieses Derby so speziell. Dann wollen wir als erstes mal schauen, wo denn beide Mannschaften sportlich im Moment einzusortieren sind. Denn das Ganze ist der 21. Spieltag. Die Tabelle ist ja schon so ein bisschen aussagekräftig mittlerweile. Die Kölner Haie finden wir nach zuletzt 3 Siegen in Folge mit einem Spiel weniger noch auf Platz 5 und 33 Punkten ganz vorne Mannheim vor Iserlohn. Und wenn wir umblättern in der zweiten Tabellenhälfte, so ein bisschen hinter den Erwartungen womöglich zurück, die Düsseldorfer EG 20 Spiele, 28 Punkte
und den schwächsten Sturm der Liga. Also da muss ich was tun. Aber vielleicht ist das ja ein guter Zeitpunkt heute bei so einem Spiel, die Sturmflaute zu beenden. Felle, lass uns über dieses Ganze drumherum sprechen. Was glaubst du, was geht in den Spielern vor? Wie viele zusätzliche Emotionen hat man als Spieler? Und wie schwierig ist es vielleicht auch, die dann zu kanalisieren und richtig aufs Eis zu bringen? Ja gut, also Emotionen sind natürlich dabei, ist ja gar keine Frage. Zumal werden auch die Medien immer darüber berichten. Jeder will irgendwie noch was Besonderes machen und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass du trotz alledem immer deine Emotionen im Zaum hältst, um nicht übermotiviert zu sein. Und im Endeffekt kann man den Vergleich wie Deutschland oder im Fußball. Das ist kein schlechter Vergleich, da verspricht einiges. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir doch mal rein, wie denn die Spieler selber dieses Derby sehen und wie sie dem Ganzen entgegensehen. Es knistert wirklich in der Halle, wenn man zum Warm-up kommt, sind glaube ich fast schon 10.000 Leute in der Halle. Man merkt, das ist doch etwas Besonderes heute und die Luft ist sehr aufgeheizt. Köln gegen Düsseldorf ist natürlich, wie du sagst, das Derby der Liga, glaube ich. Ausverkauf der Halle, 18.000 Leute, ist immer was Besonderes. Da ist immer eine gewisse Brisanz drin, immer viele Zuschauer, die gute Stimmung ist sehr gut und man ist einfach immer ein bisschen die Haarspitzen motiviert und das sieht man, glaube ich, auch auf dem Eis. Düsseldorf und Köln ist eine große Rivalität und das merkt man auch im Sport. Gerade im Eishockey ist das sehr extrem und ja, vor so einer Kulisse in Köln Derby zu spielen, ist was ganz Besonderes. Naja, da kribbelt es auch bei den Spielern, egal ob alt oder jung, egal ob erfahren oder vielleicht etwas neu noch im Geschäft. Felle, wir müssen ein Wort natürlich verlieren über die sportliche Ausgangslage. Wir haben es in der Tabelle gesehen, 5-9. Kann man sagen, dass die Haie so ein bisschen favorisiert sind heute? Wo siehst du beide Mannschaften aktuell? Ja, ich glaube, die Haie sind schon Favorit, weil sie jetzt auch in letzter Zeit sehr erfolgreich gespielt haben. Was natürlich beim Derby nichts zu heißen hat. Ich meine, da kannst du auch als Letzter gegen den Ersten spielen. Und Derby ist halt, hat seine eigenen Gesetze. Und von daher wünschen wir uns ein schönes Spiel und ein enges Spiel vor allem. Definitiv. Und wir sind heiß auf das Derby. Und die 18.000, gut 18.000, die sind elektrisiert, kann ich Ihnen sagen. Und einer, der auch elektrisiert ist, ganz sicher, das ist Ihr Kommentator für das heutige Spiel Kölner Haie Düsseldorfer EG, Basti Steele. Viel Spaß dabei. Und da, lieber Hans und lieber Felle, könnt ihr euch sowas von sicher sein. Allein diese Stimmung hier, diese Atmosphäre, die dieses Derby, das einzig wahre, das es im deutschen Eishockey gibt, wohl hergibt. Das ist wirklich sensationell und man kann die Gänsehaut auf dem Arm durchaus sehen und spüren. Herzlich willkommen hier zum zweiten in dieser Saison. Das erste hat ja die DEG gewinnen können. Zunächst einmal ein paar Fakten zu diesem Spiel. Es ist das 209., das jemals gespielt wurde. Das ist die Statistik, wie sie bislang aussieht. In der DEL ist das Ganze ein bisschen ausgeglichener. Sie wissen, die deutsche Eishockey-Liga gibt es seit der Saison 94-95. Das Derby KEC gegen die DEG allerdings schon seit Anfang der 70er Jahre. Über 2 Millionen Zuschauer wollten bislang diese Partie schon sehen. Und heute kommen noch einmal 18.500 mit dazu. Es ist die älteste Rivalität im deutschen Eishockey. Und es sind auch zwei Spielerköpfe, die nun ja für Eishockey-Verhältnisse durchaus schon fortgeschrittenen Alters sind, aber von ihrer Bedeutung für die Mannschaft und von ihrer Faszination für die jeweiligen Teams nichts verloren haben. Mirko Lüdemann und Daniel Kreuzer, der eine sein 80. heute, Daniel Kreuzer sein 53. Und sie sind auch die beiden Spieler, die sich heute bei diesem Derby gegenüberstehen, die meisten Scorerpunkte bei Gelb gegen Rot gesammelt haben. Noch ohne Saisontor, aber jeder weiß, Derbys sind etwas ganz Besonderes. Daniel Kreuzer weiß ein Lied davon zu singen. Vergangene Saison erzielte er sein Rekordtor, das ihn zum Rekordtorschützen der deutschen Eishockey-Liga machte. Sein 248. eben in so einem Derby hier in Köln. Die Aufstellung der beiden Teams. Wir blicken zunächst aufs Heimteam, auf die Kölner Haie. Und wir achten heute ganz besonders auf die Reihe in Blau eingefärbt mit Umicevic,
mit Williams und mit Per Åslund. Das ist die Top-Reihe zu Saisonbeginn. Alle drei neu gekommen und die spielen heute, halten Sie sich fest, zum wirklich allerersten Mal zusammen. Denn zunächst zu Saisonbeginn Williams verletzt, zuletzt Umicevic verletzt. Und heute dürfen diese drei also zum ersten Mal gemeinsam zaubern. Niklas Sundblad, seine Bilanz in Derbys. 4 Siege bei 6 Niederlagen. Und wir blicken auf die Aufstellung der Gäste heute, die DEG, die die letzten 3 Derbys in Serie gewinnen konnte. Und das Coaching-Duo Abschreiter-Kreuzer hat einiges umgestellt. Auffällig eigentlich immer ein jüngerer deutscher Spieler mit 2 Erfahrenen zusammengestellt. Heißt, man will alle 4 Reihen relativ ausgeglichen heute besetzen. Christoph Kreuzer hat seine Mannen etwas leiden lassen, denn die haben vor dem Spiel nachgefragt: Coach, wann kommt endlich die Aufstellung? Und Christoph Kreuzer hat es sich nicht nehmen lassen, hat gesagt, aha, die Jungs sind richtig heiß, die wollen wissen, wie gespielt wird. Und hat gesagt, ah, okay, wir lassen sie noch ein paar Minuten zittern. Und hat das Ganze hinausgezögert, um die Spannung noch höher zu halten. Der Spannungshöhepunkt, der erste, der beginnt jetzt in wenigen Sekunden mit dem Puckwurf von Lars Brüggemann. Das 209. rheinische Derby ist eröffnet. Die Kölner Haie in Rot von links nach rechts und die DEG in Weiß. Köln mit Patrick Hager. Und der ersten Chance. Matthias Niederberger hält fest. Für Matthias Niederberger das 2. rheinische Derby. Das 1. hat er im Oktober gewinnen können. Die Haie wieder mit Hager. Hager gut freigelaufen. Nächste Schusschance. In den ersten 30 Sekunden gleich 2 gute Tormöglichkeiten für die Haie. Alexander Sulzer, einer von 4 Spielern heute auf dem Eis, die schon für beide Seiten in diesem Derby gespielt haben. David van der Gulik sehen wir hier, jüngste Neuerwerbung der DEG, hat bislang in 4 Spielen 1 Tor gemacht. Eines vorbereitet. Per Åslund. Jean Lalonde. Dragan Umicevic. Umicevic. Gut dazwischen gegangen von Rob Collins. Jean Lalonde gegen Daniel Kreuzer und Per Åslund. Umicevic. Åslund abgelegt. Jean Lalonde. Nachschuss da, aber zweimal. Matthias Niederberger und dann von Daniel Kreuzer von der Linie genommen. Lalonde, Lüdemann. Der Brennpunkt verlagert sich gleich in diesen Anfangsminuten vor das Gehäuse der DEG. Umicevic, Lüdemann. Sehr passiv die DEG im eigenen Drittel. Nur darauf bedacht, Köln außen wegzuhalten. Etwas mehr Aggressivität wäre durchaus angebracht. Bernhard Ebner muss den Puck tief spielen, wechseln gehen. Falk. Alexander Weiß.
André Ulim. Guter Vorcheck der Haie. Und dann der abgefangene Pass. Ceresen, Salmonsson kommt nicht ran. Olimp ebenso nicht. Alex Weiß. Alex Sulzer. Über die Fanghand von Niederberger. Es geht hier ohne Punkt und Komma, ohne Pfiff. Einfach durch. Und es geht weiterhin nur in eine Richtung bislang. Und die geht nach rechts. Jetzt mal Entlastung über Edi Lewandowski. Sofort gebremst und in die Bande tapeziert von Moritz Müller. Niglata und Kurt Davis. Gut, die Seite verlagert. Etwas Platz für die DEG, die kommt nach 3,5 Minuten zu ihrem ersten angedeuteten Torschuss. Marcel Brandt, gut durchgegangen. Chris Minard, abgelegt für Bernhard Ebner und dann toller Einsatz von Ryan Jones, der den Schuss hier wegblockt. Sean Lalonde. Lalonde von hinten Anlauf genommen, durchgegangen, aber dann am guten Schuss gehindert. Lalonde. Die Haie, ja, durchaus mit einer kleinen Serie. Zuletzt gewann Köln 3 Spiele in Folge in der deutschen Eishockey-Liga. Blickpunkt Matthias Niederberger. Hier gab 2 ganz starke Saves. Vor allem der zweite hier. Da muss er sich lang machen, muss die Position wechseln. Und dann wird hinten eifrig mitgearbeitet von Kapitän Kreuzer. Danny Fischbuch. Pascal Ceresen. Kreuzer abgelegt für Tim Schüle. Und erste Strafzeit wird kommen gegen die DEG, gegen Danny Fischbuch. An der Seite von Kreuzer und Collins. So, bevor sie dieses erste Powerplay geht, kurze Einschätzung zum Spiel von Sven Felski. Eigentlich die Düsseldorfer hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, sich zu entfalten. Also schlittschläufrig, sehr, sehr aktiv die Kölner. Ja, vielen Dank für diese ersten Expertenworte von Sven Felski. Tim Kornboy. Marcel Brandt, er kam vor der Saison von den Straubing Tigers zur DEG. Bislang ein Tor für Düsseldorf erzielt. So geschehen am 4. Oktober gegen den AEV. Jason Williams. Abgefangen von Brandt. Sulzer, nächste Strafe wird kommen. Und nächste Strafe wird kommen gegen die DEG. Marcel Brandt wird hinausgehen wegen Beinstellens und damit doppelte Überzahl für die Haie und das
für die Zeit von 1 Minute und 15 Sekunden. Erste Bewährungsprobe für die DEG. Gogola mit dabei, der Topscorer der Kölner Haie. Alexander Sulzer, Sean Lalonde, die beiden hinten an der blauen Linie. Gogola, Hager, Sulzer. Noch einmal Sulzer, Lalonde. Gut verteidigt von Stefan Daschner. Puck hier etwas geflattert, nicht ganz unten am Eis gewesen. So schwer richtig zu platzieren für Alex Sulzer. Gogola, Sulzer, Williams und Hager. Patrick Hager, Sulzer, Olimp mit dem Konter bei doppelter Unterzahl. Olimp, und er macht das Tor. 1:0 für die DEG und das mit zwei Mann weniger auf dem Eis. Fünfeck steht gut, dann etwas überhastet dieser Querpass gespielt. Dann zieht Olimp an, zieht Olimp durch und trifft Olimp oben rechts ins Eck. Sein fünftes Saisontor und sein drittes Derbytor. In der siebten Spielminute und der Torschütze, die Gäste aus Düsseldorf. Der Torschütze mit der Nummer 40, Ken-André Olimp. Tor in doppelter Unterzahl, das ist wirklich oder hat wirklich absoluten Seltenheitswert. Es geht natürlich weiter mit dieser doppelten Überzahl für die Haie. Jones mit der nächsten Möglichkeit. Auf der Tribüne hier um uns herum wirklich ungläubiges Staunen, ob dieses Querpasses und dieses Konters der DEG. Sean Lalonde. Ryan Jones, Per Oslund. Eriksson, Lalonde, Block von Tim Conboy. Conboy ist ein harter Hund, kommt aber eben erst von einer Mittelfußprellung zurück. Ich bin gespannt, wo der da wieder getroffen wurde. Zwischenstände live aus den anderen Stadien, natürlich für Sie eingeblendet. DEG spielt mittlerweile wieder zu viert. Omicevic. Hager, Eriksson, Komicevic, abgezogen, Nachschuss möglich, nein, weil sich Niederberger extrem lang macht. Aber jetzt sieht er den Puck nicht und die Haie gleichen aus. In der letzten Sekunde dieses Überzahlspiels trifft Freddy Eriksson. Omicevic öffnet das Spiel, dann zieht Sulzer ab. Hager versucht hier zu umziehen. Da ist Niederberger richtig gut unten. Und dann Eriksson, Schritt nach innen, durch den Verteidiger hindurch, gegen den Lauf des Torhüters mit dem Ausgleich. Tor für die Kölner! Der Assistent
25. Viertes Saisontor von Eriksson. Und in seinem zweiten Derby auch bereits sein zweites Tor. Freddy Eriksson machte den einzigen Treffer bei der 1:2-Niederlage im Oktober in Düsseldorf. Nächste Chance, Minard. DEG hat ja enorme Probleme in dieser Saison mit dem Toreschießen. Coaches aber sagen, Problem hätten wir, wenn wir wirklich keine Chancen mehr kreieren würden. Das ist aber soweit nicht der Fall. Stefan Daschner. Bernhard Ebner zur Mitte. Ebner. Gustav Weslau. Zerrissen. Moritz Müller. Lewandowski hält den Puck da gut, verteidigt ihn. Travis Turnbull. Und Matthias Niederberger. Zuvor schon abseits. Eins steht zwischen KIC und DG. Patrick Hager, wie wichtig war es nach dieser Schrecksekunde, nach dem Shorthander gleich zurückzukommen? Ja, extrem wichtig. Ich glaube, dass wir auch vor der Strafe das Momentum auf unserer Seite hatten, haben viel Druck gemacht. Kriegen 5-3, wollen natürlich das Tor machen, kriegen den Shorthander. Aber ich denke, dass wir eine super Antwort gegeben haben und jetzt müssen wir so weiterspielen, wie wir angefangen haben. Shorthander mit zwei Mann weniger kommt ja sehr, sehr selten vor. Wie konnte das passieren aus deiner Sicht? Ja, man musste im Olymp auch ein bisschen Kredit zollen. Der hat es gut gelesen. Wir haben den Sean mit dem großen One-Timer auf der Seite stehen. Und er steht relativ tief und als der Pass hochkommt, spekuliert er natürlich drauf. In dem Fall hat er Glück gehabt und hat es unten gut gemacht. Aber jetzt steht es 1-1 und jetzt wollen wir weiter angreifen. Machen wir, Dankeschön. Tja, Patrick Hager, großer Sportler, wenn man auch dem Gegner mal Respekt zollt. 1:1 nach 9 Minuten in einem bislang spektakulären rheinischen Derby. Tim Conboy mit Davis. Travis Turnbull. Eddie Lewandowski. Turnbull muss sich gegen zwei Haie erwehren. Spielen das gut im Zweikampf, die Haie hier. Sulzer, Uvira. Dann dauert es etwas lange. Und so kommt die DEG wieder in Puckbesitz. Springt. Etwas lästig gespielt hinten heraus. Chance für Düsseldorf. Weslau. Aber mit Überblick. Sehr lässig hinten herausgespielt von den Haien. Dann Rönnberg. Mit gutem Überblick zur Mitte für Strodl. Und dann Olimp. Im Gewühl. Normally. Gerade die Big Boys bei Düsseldorf Probleme in dieser Saison mit dem Toreschießen. Wie eben Normally, wie Travis Turnbull, wie
Chris Minard. Jean Lalonde. Jean Lalonde immer wieder mit diesen zerschneidenden Pässen genau in die Mitte, die aber meist punktgenau auf den Schläger kommen. Bernhard Ebner. Danny Fischbuch. Gustav Wesslau und dann Mirko Lüdemann. So, etwas mehr als 11 Minuten gespielt. 13:10 Torschüsse schon. Also, beide Mannschaften spielen hier munteres Offensiv-Eishockey. Daschner. Daschner zur kurzen Ecke. Moritz Müller, gut den Schläger des Gegenspielers gehabt. Genau, Mirko Lüdemann war es, der jetzt den Angriff einleitet. Oslund. Bernhard Ebner. Rob Collins. Zurück für Ebner. Rob Collins, der einen ganz bitteren Tag einst hatte, hier in der Lanxess Arena. Spiel 7, Finale 2014 für die Kölner Haie, als er gesperrt war im entscheidenden siebten Spiel, das die Haie hier dann mit 0:2 gegen Ingolstadt verloren. Der Schütze des Championship Winning Goals von damals spielt mittlerweile übrigens für Düsseldorf, aber verletzt heißt Christoph Gawlik und wird heute in der zweiten Drittelpause zu Gast im Studio bei Hans Finger und Sven Felski sein. Eddie Lewandowski. Haie spielen unheimlich hart im Vorcheck und erarbeiten sich so die nächste Großchance von Alex Weiß. Johannes Salmonsson. Alex Weiß. Moritz Müller. Guter Schläger von Kurt Davis vor dem Tor. Andreas Falk. Puck läuft gut. DEG immer einen Schritt zu spät. Und im eigenen Drittel, vor allem für ein Derby, noch mit zu zaghaftem Zweikampfverhalten. Minard. Marcel Brandt geht nach. Minard spekuliert. Spekuliert gut. Chris Minard, selbst 12 Derbys für die Kölner Haie gegen die DEG gespielt. Da 7 Scorerpunkte insgesamt gemacht. Und der Hinweis für Sie, das nächste Live-Spiel in der Servus Hockey Night bei Servus TV am Sonntag 17.30 Uhr sind die Adler Mannheim zu Gast am Seilersee. Es heißt absolutes Topspiel der deutschen Eishockey-Liga. Chris Minard. David van der Gulik. Wieder van der Gulik. Marcel Brandt. Brandt, dem Check hier gut ausgewichen. Pass zur Mitte. Bernhard Ebner. Er muss hinten an die Bande schießen. Schussbahn gut zugemacht von Ryan Jones. Ebner. Ebner. Durch den ersten, durch den zweiten. Minard kommt zur Hilfe. Ebner. Keine schlechte Chance für die DEG. Van der Gulik.
Hager. Stefan Daschner. Puck geht hinaus und wird 2 Minuten gegen Daschner geben, wegen Spielverzögerung. Strafzeit ohne Not von Stefan Daschner. Hat Platz, hat Zeit, dann rutscht ihm der Puck vielleicht etwas über die Kelle und verabschiedet sich so in Reihe 20. Strafe gegen die DEG mit der 3 Stefan Daschner. 2 Strafminuten gegen Spielverzögerung. DEG mit gutem Unterzahl bislang im Ligaverlauf. Platz 3. Bislang fast 85% aller Unterzahlspiele wurden erfolgreich überstanden. Dragan Umicevic. Abgefälscht der Schuss noch vor Matthias Niederberger. Eriksson. Oslund mit dem öffneten Pass und dann ist es immer oder oft einer zu viel, den Umicevic unbedingt spielen will. Jason Williams. Alexander Sulzer. Sulzer. Williams. Hager. Mit Platz. Strudel noch dazwischen. Patrick Hager, sowas wie der Königstransfer der Kölner Haie. Spieler, der sich von Jahr zu Jahr besser entwickelt und gleich zu Beginn eine tragende Rolle in diesem Team der Haie eingenommen hat. Tim Conboy. Ryan Jones! Kurz den Klingelknopf gedrückt von Ryan Jones. Aber im Stadion weiß hier schon jeder, dass Matthias Niederberger definitiv zu Hause ist. Conboy. Hager. DEG wieder komplett. Nächste Strafe wird kommen gegen die DEG. Weslau geht hinaus. Haie versucht es mit 6 Feldspielern. Düsseldorf aber holt sich den Puck. David van der Gulik geht hinaus. Hier seine Aktion gegen Hager. Einfach mit dem Bein weiter hineingefahren in Hager. Thank you.
So, komplette Schweden-Power jetzt auf dem Eis bei den Haien mit Umicevic, mit Salmonsson und Åslund. Dazu hinten Eriksson und Lalonde, der ja immerhin schon mal in Schweden gespielt hat. Kreuzer. Ja, Collins wollte da schon wechseln gehen. Niederberger. Daschner. Daschner, gut gelöst. Kim Kornboy. Alexander Sulzer. Passwege gut zugemacht hier, Kurt Davis. Olymp und jetzt Konter in Überzahl. Williams, nächster Pfostentreffer. Hager. Ryan Jones. Ryan Jones und Williams erneut. Sulzer, eigenen Mann abgeschossen und dann geklärt von der DEG. Nächstes Rounden hier durch Stadion Hager für Jones. Letzte Spielminute beginnt in diesem ersten Abschnitt und die DEG ist jetzt wieder komplett. Unfassbares Tempo, unglaubliche Intensität, die die Kölner Haie hier in diesem ersten Abschnitt vorlegen. Jason Williams, fünftes Spiel für die Haie und fast das erste Tor hier Außenpfosten und dann geht der Puck zur Seite weg. Nächster toller Pass von Lüdemann für Ryan Jones und auch da hat es oben am Pfosten eingeschlagen. DG wird sich was einfallen lassen müssen, denn auf Dauer wird dieser Druck, den die Haie hier in den ersten 20 Minuten aufgebaut haben, kaum zu stehen sein. Corey Mapes. Collins. Beslau. Jean Lalonde. Sebastian Uvira, gestellt von Fischbuch, Kreuzer, vielleicht letzte Möglichkeit für den Angriff, aber auch der wird sofort abgelaufen von den Kölner Haien. Lalonde schaut auf die Uhr, lässt die letzten Sekunden hier herunterlaufen. Die ersten 20 Minuten sind gespielt. Kleines Fazit, die Haie komplett überlegen, machen hier ein tolles Eishockeyspiel, zeigen all das, was man von ihnen erwartet. Viel Druck und Kreativität. Nach vorne das Negative, es steht nur 1:1. DEG, tja, festgespielt, aber das dann gut gespielt im eigenen Drittel. Zum Teil, wenn auch die körperliche Präsenz etwas gefehlt hat. Und man geht gut bedient aus diesem ersten Drittel hinaus. Positiv festzuhalten auch hier, es steht 1:1. Ein Ritual, das sich mittlerweile in der DEL schon rumgesprochen haben dürfte. Johannes Salmonsson verbringt den Anfang der Drittelpause immer allein mit sich selbst, um nochmal über alles nachzudenken. Wir brauchen aber jemand, der spricht und das ist Marcel Brandt bei Hans Finger. Genau so ist es, Marcel. 1:1 nach dem ersten Drittel hier in Köln. Wie hast du das Spiel gesehen aus eurer Sicht? Ja, das Spiel ist sehr umkämpft. Es ist ein sehr hartes Spiel. Es geht vor und zurück. Jeder hat gute Chancen. Viel Überzahl und Unterzahl.
Und ich glaube, das macht heute das Spiel aus. War phasenweise schon viel Druck von den Kölnern. Wie könnt ihr schaffen, den Druck zu reduzieren im zweiten Drittel? Ja, wir müssen natürlich defensiv sicherstehen. Wir müssen einfache Pässe spielen von hinten raus. Und dann glaube ich, dass wir sie schlagen können. Du bist neu dieses Jahr in Düsseldorf. Dein zweites Derby, aber das erste auswärts jetzt. Wie erlebst du dieses rheinische Derby? Ja, das erste Derby war schon unglaublich bei uns zu Hause. War super Stimmung. Hier ist auch eine super Stimmung, ausverkauftes Haus, glaube ich. Und es macht natürlich sehr Spaß bei uns. Dann genieße es weiterhin. Dankeschön. So, kurze Pause von uns, dann sind wir zurück im Studio. Und wir begrüßen den verletzten Kölner Verteidiger Thorsten Ankert. Bis gleich.
zurück in der Lanxess-Arena zu Köln, wo erst die Fans der DEG Grund zum Jubeln hatten. Aber kurze Zeit darauf waren es dann die Haie-Anhänger, die sich freuen durften. Denn es steht 1:1 mittlerweile. Herzlich willkommen zurück hier im Studio. Wir haben unsere kleine Runde erweitert. Sven Felski ist natürlich immer noch da. Und jetzt steht Thorsten Ankert bei uns, der verletzte Kölner Verteidiger. Über die Verletzung werden wir gleich noch sprechen. Thorsten, erstmal zu diesem knackigen Derby. Wie gefällt es dir? Ja, es geht hoch und runter. Also Torchancen auf beiden Seiten. Ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Fällt aus deiner Sicht ein bisschen zu wenig für die Kölner, weil sie doch eigentlich drückender waren, überlegener waren, mehr gute Chancen hatten? Ja gut, also wenn du den Druck natürlich in Tore ummünzen kannst, ist es immer besser. Aber die Düsseldorfer stehen eigentlich auch noch ganz gut aufgrund dessen, weil sie auch viel Unterzahl spielen mussten. Wir wollen uns mal eine Szene anschauen, die du rausgesucht hast, Felle. Die stellvertretend steht für die Anfangsphase. Da sind die Kölner nämlich rausgekommen wie die Feuerwehr. Genau, also da sieht man einen unwahrscheinlich guten Vorcheck. Zwei Mann checken vor und hier kommt Salmonsen als Dritter, brennt noch einen zusammen. Also ich glaube, das ist genau die Devise, die die Kölner auch ausgegeben haben im Endeffekt vor dem Spiel. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, Anki, wahrscheinlich ist es so. Ja, genau. Also unsere Devise ist eigentlich immer, wir wollen früh vorchecken, mit drei Mann nach vorne, den Gegner unter Druck setzen. Jetzt in der Situation hat der Düsseldorfer natürlich auch den Weg zurück eher gesucht. Das hat uns auch in die Karten gespielt. Und dann fährt der Salmonsen natürlich noch einen großen Check und das gibt natürlich Energie. Ja, aber auf jeden Fall kann man sagen, also sehr, sehr aktiv die Kölner und demnach auch zu Recht das spielbestimmende Team einfach. Und von daher schauen wir weiter. Aber dann kam die 7. Spielminute und dann hattet ihr eigentlich eine 5-3 Überzahl. Und wir haben schon gesprochen, wir wissen jetzt nicht genau, wann wir den letzten Shorthander bei zwei Mann weniger auf dem Eis gesehen haben. Was ist da falsch gelaufen aus deiner Sicht, Thorsten? Wenn ich die Situation noch richtig oder ich sehe sie, glaube ich, gleich da. Auf jeden Fall, ich denke mal, der Alexander Sulzer versucht eigentlich das Richtige, den schnellen Pass rüber zu spielen, wie es eigentlich vorgegeben ist, was wir eigentlich umsetzen wollen bei 5-3. Der Olim, der liest den Pass gut, spekuliert ein bisschen und ja, sowas passiert, aber ja, kann man nicht verhindern. Also ich glaube, Sean Lalonde war sicherlich ein bisschen zu tief, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, Olim liest die Situation natürlich brutal stark und ich meine, er ist auch ein schneller Spieler und vollendet im Endeffekt dann auch noch sehr gut. Also gut abfinden. Ja, und er hat da weitergemacht, wo er letztes Jahr aufgehört hat, war Top-Torjäger bei der DEG. So, aber dann eine knappe Minute später hat es dann auf der anderen Seite geklingelt in der letzten Sekunde der 5-4 Überzahl, wenn ich das richtig im Kopf verfälle. Genau, deswegen haben wir uns diese Szene einfach mal rausgesucht, weil da sieht man auch, dass die Scheibe einfach gut läuft. Umicevic ist ja ein Spieler, der so eine Querpässe spielt. Da war eigentlich das Tor schon fast frei durch Hager. Und dann macht Eriksen eigentlich sehr, sehr guten, kurzen, ja, ansatzlosen Schuss. Und Niederberger sieht einfach die Scheibe nicht. Und demnach völlig zu Recht das 1-1. Thorsten nickt. Ja, auf jeden Fall. Also wie schon Felle gesagt hat, der Dragan bringt den Puck einmal gut durch die Box von den Düsseldorfern. Eriksen hat schon einen guten One-Timer, eine gute Möglichkeit, wo Niederberger noch hält. Und dann erkennt das Eriksen oben einfach, dass der, glaube ich, Salmonsen vor dem Tor einen super Screen setzt, der eigentlich keine Sicht hat und bringt den Puck halt zum Tor. Und dann sieht er den Typ natürlich nicht und dann ist er drin. So, es steht jetzt 1-1 und jetzt müssen wir natürlich auch über dich persönlich sprechen. Wir sind es ja gar nicht gewohnt, dass du nicht auf dem Eis stehst. Aber ich glaube, du hast uns und dir selber auch einen ganz schönen Schreck eingejagt beim Deutschlandcup. Milzriss ist die Diagnose. Und was wir jetzt so im Nachhinein gehört haben, war das ziemlich ernst, die ganze Situation. Ja, also wie du schon gesagt hast, war erstmal ein riesiger Schreck. Niemand hat gedacht, dass irgendwas Ernstes ist. Fing eigentlich mit einem geblockten Schuss, den ich in den Rippen bekommen habe, an. Und hatte dann noch den ganzen Heimweg von Augsburg mit Moritz Müller und Philipp Gugula im Auto und bin eigentlich so routinemäßig montags dann in die Klinik zu unseren Ärzten gefahren wegen den Schmerzen. Ja, und dann ging es auf einmal ganz schnell und dann habe ich mich auf der Intensivstation wiedergefunden. Also was mich ja total verwundert, ich meine, man hört ja immer mal Mittelfußbruch oder irgendwelche Knochenbrüche, aber innere Organe und im Endeffekt sagst du ja, es wurde ja gar nichts gemacht im Krankenhaus, oder? Nee, also ich lag halt ein paar Tage auf der Intensivstation, da wo es noch relativ, also wo es noch ganz frisch war, wo die Wunde halt oder die Milz hätte direkt wieder aufreißen können. Da lag ich halt eigentlich ein paar Tage nur auf dem Rücken und durfte mich kaum bewegen. Aber selbst dann, wo ich dann auf der normalen Station war, eigentlich war nur die Devise, ich soll mich so wenig bewegen wie möglich und schon. Und dann ist es zum Glück jetzt, wie es aussieht, super zusammengewachsen, also gut geheilt. Da drückt man natürlich die Daumen, dass das gut weitergeht. Aber abschließend dazu, ich habe mit Matthias Säugling auch gesprochen von der Mediapark-Klinik, bei dem du in Behandlung warst. Das Ganze hätte ganz schön böse ausgehen können.
Ja, so innere Blutungen, also haben die Ärzte auch gesagt, gerade mit der 500, was auch immer, Kilometer Autofahrt noch zurück vom Spiel, wenn die Wunde jetzt da aufgegangen wäre, dann natürlich, dann gibt es so Horrorszenarien, wo jeder gesagt hat, hätte ich innerlich verbluten können, was auch immer. Also es war eine ernste Geschichte, ich hatte auch echt Glück bei der Sache und vielleicht nächstes Mal ein bisschen sensibler umgehen mit, aber ist schwer zu erkennen sowas. Würde ich sagen, mit dem Schrecken davon gekommen und auf jeden Fall alles Gute, dass du schnell wieder gesund wärst in erster Linie und auch wieder aufs Eis zurückkehrst. So, wir wollen gemeinsam noch auf die Zwischenergebnisse in der deutschen Eishockey-Liga nach den ersten 20 Minuten schauen. Als da wären, das erste kennen Sie, 1-1 in Köln, Grizzlies Wolfsburg 4-0 gegen Straubing, Mannheim Krefeld 0-1, überraschend, Ingolstadt Berlin 0-1, genauso wie in Hamburg gegen Iserlohn auch 0-1, Schwenningen 2-0 gegen Augsburg und EHC Red Bull München unentschieden 1-1 im Bayerischen Derby gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg. So, das war's von uns. Dankeschön, meine Herren. Übrigens, kleiner Mutmacher, im zweiten Drittel haben die Kölner bis jetzt 28 Tore geschossen, in der Saison 6 nur kassiert. Also vielleicht geht's ja in eure Richtung. Mal schauen. Gut. Dankeschön für den Besuch, Thorsten. Danke, Felle, für den Moment. Kurze Pause und dann geht's weiter mit Drittel Nummer 2 beim großen rheinischen Derby mit Basti Schwede.
Wir sind zurück in der Lanxess Arena, ausverkauftes Haus, 209. rheinisches Derby, ein klasse Spiel bislang und es steht 1:1 nach den ersten 20 Minuten. Torschützen Matt, Ken-André Olimp in doppelter Unterzahl mit der Führung, 7. Minute Ausgleich, in Überzahl 8. Minute Freddy Eriksson. Die DEG in den weißen Trikots im zweiten Abschnitt von links nach rechts. Und der Erste, der den Puck festhalten muss, steht im Kölner Tor, heißt Gustav Wesslau. Gustav Wesslau, der erste schwedische Torhüter in der DEL-Geschichte der Kölner Haie. Allerdings, die hatten in den 70er, 80er Jahren auch schon einen. Axel Richter hieß der damals. Schwedisch-deutscher Doppelstaatsbürger, der, man höre und staune, als Torhüter sogar mal ein Tor für die Haie geschossen hat. Philipp Gogola, Patrick Hager, wieder Gogola. Sulzer. Und Kontermöglichkeit für die DEG. Van der Gulik, Nachschuss. Aber keiner kehrt ein. Abseits für 4 gegen Köln, gegen Ryan Jones. David van der Gulik hier, Wesslau wartet lange, gibt nicht viel Platz her. Und dann sind die Haie beim Nachschuss zur Stelle. Gustav Wesslau, bislang 16 Spiele für die Haie, 10 davon gewonnen. Gegentorschnitt 2,24 und überragend seine Save Percentage, die liegt bei über 94%. Alban. Chance für Jason Williams, aber genau in die Fanghand von Matthias Niederberger. Hier der Konter, Åslund und Williams, fast ein 2:0, aber Schuss nicht hart, dafür auch nicht wirklich platziert. Åslund. Micevic aus der Luft gepflückt hier diesen Pass von Rob Collins. Daniel Kreuzer. Danny Fischbuch. Viel Bewegung jetzt bei der DEG. Schuss dann von Daschner, Ebner. Kreuzer hat etwas Platz, hat etwas Zeit, sieht Daschner. Und Gustav Wesslau. Gut freigespielt hier Daschner, der 2-3 Schritte nach innen macht. Voll durchzieht. Und dann Danny Fischbuch mit Rob Collins vor dem Tor. Aber wir blicken mal auf die Verteidigung der Haie. Da wird nicht viel hergegeben, vor allem der Schläger von Fischbuch kontrolliert und dann wirft sich Wesslau auf das Spielgerät. Mirko Lüdemann. Dem Schüle. Noch einmal Schüle. Heute auf der Tribüne Ex-Eisbären-Spieler Leif Karlsson, mittlerweile sportlicher Leiter bei Färjestad, im Übrigen der Ex-Club von Per Åslund. Und Leif Karlsson hat vor dem Spiel gesagt, einen Per Åslund würde er jederzeit zurück nach Färjestad holen, weil er sagt, das ist in Schweden der beste Spieler vor dem gegnerischen Tor.
und ein Spieler, dem man eine Aufgabe gibt und der die, egal ob in der ersten oder vierten Reihe, immer zur vollsten Zufriedenheit des Coaches erfüllen wird. Auch hier zu sehen, dass die DEL eine wohlbeachtete Liga ist. Und auch vielleicht ein kleiner Aufruf an viele sportliche Leiter oder Manager, sich auch durchaus mal mit anderen Ligen beschäftigen und dort Spiele anschauen. Kann durchaus interessant sein. Nächste Chance für die DEG. Alex Breibisch mit diesem Schuss. Alex Breibisch, 15. Saisonspiel heute erst. Uvira. Marcel Brandt. Minard. DG definitiv besser in dieses zweite Drittel hineingestartet als in das erste. Aber irgendwie hat man auch bei Köln das Gefühl, der Motor läuft noch nicht so, wie er das die ersten 20 Minuten gelaufen ist. Minard gegen Eriksson. Rob Collins. Ein sehr optimistischer Pass von Rob Collins. Hoch, quer durchs ganze Drittel gespielt. Stefan Daschner. Ryan Jones dazwischen. Immer noch Jones. Kreuzer. Daschner. In die Fanghand von Dessler. Und Pascal Zerrissen. Pascal Zerrissen, der den Part an der Seite von Mirko Lüdemann für Thorsten Anker derzeit übernimmt. Mit der Verletzung von Thorsten Anker ging ja eine langjährige Ehe in Bruch. Lüdemann und Anker spielen derzeit im sechsten Jahr nebeneinander in der Verteidigung. Gogola. 3 auf 2, Lüdemann mit dabei, Zerrissen, beide Verteidiger in Stürmerposition bei den Haien. Daschner. Guter Aufbaupass, Kreuzer. Wieder Daniel Kreuzer. Habe kommt hier wenig Unterstützung in der Ecke, jetzt kommt Collins dazu. Zerrissen, guter Zweikampf gegen Kreuzer und Williams mit langem guten Pass per Oslund. Vumicevic mitgenommen, der verliert den Puck aber gegen Corey Mapes und Spiel läuft weiter. Moritz Müller. Niederberger. In der Mitte Oslund, Niederberger wieder gut mit dem Stock mitgespielt, dem Schützen keinen Platz für den Schuss gelassen. Kenon Rolimp. Möglichkeit und das zweite Tor für die DEG, Manuel Strodel. Im 12. Derby sein erstes Tor. Olimp, der hier Zweikampf gewinnt, dann Überblick hat und Strodel oben hinein in die Maschen.
Keno und der Olymp. Daran sieht man, geniale Ideen sind oft sehr einfach. Ein Pass, ein Schuss und wieder führt die DEG. Kurt Davis gegen Weiß. Fast die Antwort von Johannes Salmonsson. Eddie Lewandowski, Kurt Davis und Tim Conboy. Eddie Lewandowski. Uvira. Schuss von Niklata abgeblockt. Die EG mit dem nächsten Angriff. Lüdemann dazwischen. Überzahl jetzt. Zerrissen! Und er hämmert den Puck hinten an die Plexiglasscheibe. Zwar nicht drin, aber wichtig, laut. Über Niklata hier, der Puck zu zerrissen. Und der mit einem mächtigen Ding, aber eben auch mit mächtiger Streuung. Erneut zerrissen. Guter Zweikampf an der Bande, dann aber Puck abhanden gekommen. Bis Minard. In der Mitte sind zwei Weiße frei, aber Minard sucht selbst den Abschluss. Jetzt kommt Köln mit Topscorer Gogola. Bislang 19 Scorerpunkte in dieser Saison in 19 Spielen für Philipp Gogola, der ja in Düsseldorf geboren ist und auch noch in Düsseldorf wohnt. Die Chance zuvor von Chris Minard. Für die Eriksson. Langer Pass für Jones in der Mitte. Hager scheitert. Erster Niederberger und dann am Einschusswinkel. Rob Collins. Daniel Kreuzer, wieder Rob Collins. Und Bernhard Ebner. Keno und der Olymp. Wieder Olymp. Vor diesem Spiel 9 Scorerpunkte in 20 Spielen. Vergleich zum Vorjahr Olymp mit 23 Scorerpunkten aus 20 Spielen. Aber heute scheint er wieder ganz der alte Olymp zu sein. Die DEG führt 2-1 in Köln, Torschütze zum 2-1 Manuel Strodel. Manuel, was macht ihr besser im zweiten Drittel als Anfang des ersten vor allem?
Gut, ich glaube, wir spielen es konsequent da hinten raus. Wir machen es nicht so kompliziert. Wenn es Nachschüsse gibt, hauen wir die raus. Nutzen unsere Chancen, sind aber beim Fortschritt, glaube ich, ein bisschen aggressiver und das gleich gerade ausschlaggebend. War dein erstes Tor in einem rheinischen Derby, wie ist das so? Ja, ist natürlich immer geil, ein Tor zu schießen. Ist natürlich noch schöner hier im Derby. Auch noch das wichtige 2-1. Und ja, ich hoffe, es geht weiter jetzt. Dankeschön. Weiter geht dieses Spiel definitiv, denn wir sind noch nicht mal bei der Hälfte angelangt. Hier 2-1 für die DEG durch sein Tor, durch das von Manuel Strodel. Das ist die letzte Chance zuvor. Der Haie, Patrick Kager, scheitert hier erst an Niederberger, holt sich den Puck dann nochmal vor, aber bringt ihn nicht im Tor unter. Momicevic, Oslund, Jason Williams, Normilli, Manuel Strodel. Alexander Sulzer. Bislang in dieser Saison oft das Problem der Kölner Haie. Erstens über 60 Minuten dieses Powerspiel, das sie ja spielen können, auch gnadenlos durchzusetzen. Und man hat sich bislang in der Saison oft gegen Spieler des schwächeren Teams, aber hart arbeitende Teams, schwer getan. Heute ist erster Riss der Fall. Man schafft es nicht oder hat es nicht geschafft, im zweiten Drittel diesen Speed und diese Intensität über die Drittelpause hinweg zu konservieren. Und man muss deutlich sagen, Düsseldorf schwer verbessert in diesem zweiten Abschnitt. Edi Lewandowski beim Bulli gegen Hager. Philipp Gogula. Mike Jones. Jones, der sich den Puck wiederholt. Gogula. Zerrissen. Auch das zu sehen. Die DEG im eigenen Drittel viel aggressiver gegen den Scheibenführenden. Viel mehr Körperspiel. Zerrissen. Patrick Hager. Lüdemann. Gogula. Wender Gulik. Konvoi schickt Wender Gulik. Konvoi. Abgefälscht. Brandt! Gefährlich. Und Strafe wird es geben gegen die Haie. Freddy Eriksson geht hinaus. Erste Strafe in diesem Spiel gegen die Kölner Haie. Und damit erstes Powerplay für die DEG, die da mehr als schwimmen. Das schwächste Powerplay der Liga ist derzeit in Düsseldorf zu Hause. Und wir blicken auch mal auf Derby-Strafminuten in 209 Derbys. Hat sich da natürlich einiges an Strafzeiten angesammelt. Der KEC führt hier diese Statistik auch noch mit ein paar Minuten ab. Kreuzer. Davis. Ah, gute Arbeit vor dem Tor von David van der Gulik. Davis, der hier lange wartet, bis sich van der Gulik gut positioniert hat vor Gustav Wesslau. Und dann wird natürlich nach Straßenfegermann hier ordentlich aufgekehrt.
David van der Gulik, 49 Spiele in der National Hockey League hat er gemacht. Kreuzer. Van der Gulik. Vergangene Saison noch mit den Manchester Monarchs den Calder Cup gewonnen, die Trophäe in der American Hockey League. Und Laola 1 TV, nicht nur der Sender für die Nummer 1 Sportart der Republik, nein, auch Randsportarten wie die spanische Liga, sprich der Fußball, werden hier live gezeigt. Viel Spaß damit. Ken on the Olymp, Norm Millie, Chris Minard. Millie. Gute Verlagerung des Spiels jetzt für Daschner. Bernhard Ebner. Guter Block von Mirko Lüdemann. Der aber nicht ansetzt, um hier auf den Konter zu gehen. Olim. Puck bleibt da, Daschner mit viel Platz, aber Weslau ganz weit aus dem Tor herausgekommen. So, vorsichtige Annäherung hier dieser beiden Gentlemen. Schusschance von Daschner hier, aber wir sehen es. Weslau kommt weit heraus, ist ein Riesenkerl, der da im Tor steht mit 1,93 und 90 Kilo. Heißt, der Schütze kann da schon mal etwas Respekt bekommen. Vielleicht hat auch der Puck Angst vor einem Torhüter wie Gustav Weslau, wer weiß. Puck aus dem Spiel. Ja, ich bin vollzählig. Ja, alle aufgepasst, die da unten an der Bande sind. Harte Geschosse haben hier Vorfahrt. Wird noch diskutiert, ob 2 Minuten, aber der Puck war ja auf der Spielerbank der Haie gelandet. Köln-Haie wieder komplett zerrissen. So, und jetzt mal gut zu sehen, wie die DEG nicht steht, aber sich aufgeteilt hat in der neutralen Zone. Sehr gut nach hinten gestaffelt, wenig Platz geben dem Gegner. Und das unter anderem. Eine Sache, die es den Haien in diesem zweiten Abschnitt bislang sehr schwer macht. Kornboy. Oslund. Tim Kornboy. Daniel Kreuzer. Danny Fischbuch. Mit Platz, mit Geschwindigkeit. Alex Sulzer. Und abseits. Matthias Niederberger, vor allem im ersten Drittel immer wieder im Brennpunkt. Und wir blicken mal auf das Schussfeld der Kölner Haie. Das ist sehr viel zentral um das Tor von Matthias Niederberger herum. Und auch sonst wird er
durch die Mitte gespielt bzw. abgeschlossen bei den Kölner Haien. Christoph Kreuzer, seine Derby-Bilanz hat ja erst vergangene Saison übernommen. Die Düsseldorfer EG gleich ins Halbfinale geführt. 5 Derbys bislang als Coach, 4 davon gewonnen. Alex Weiß. Salmonsson. Gut verteidigt von Tim Schüle. Salmonsson. Haie verstricken sich da etwas in seine individuelle Zweikämpfe. Jetzt öffnet der Pass mal von Andreas Falk. Aber immer wieder zu sehen, wie gut sich die DEG in der Abwehr postiert hat. Da zieht man sich eng zusammen vor dem eigenen Tor. Und wenn dann so ein öffnender Pass kommt, geht man auch wieder schnell hinaus und macht die Schusswege zu. Ja, kleines Kabinettstückchen Falk gegen Turnbull. Und dann sieht man eben als Stürmer schlecht aus, wenn man nur auf den Puck schaut und nicht auf den Gegenspieler. Eriksson, Sulzer. Edi Lewandowski. Puck geht hinaus, aber angezeigt, da war noch ein Schläger dazwischen, deshalb keine Strafe gegen Edi Lewandowski. Lars Böckemann, der weiß durchaus, was er den Spielern da erklärt hat, selbst jahrelang als Profi gespielt. Stefan Daschner. Schöner erster Pass von Daschner für Minard. Alexander Sulzer. Sulzer auf die kurze Ecke gelegt. Keiner zuständig für Gogola. Patrick Hager. Eriksson. Und der Trick funktioniert wieder auch bei Brandt. Und diesmal führt er zum Ausgleich. Philipp Gogola. Spielminute und Philipp Gogola mit seinem 11. Saisontor. Aber wir blicken auf diese Aktion. Eriksson lässt da Brandt ganz schlecht aussehen und dann Philipp Gogola. Die Ironie an diesem Tor. Travis Turnbull hat es vor einer Minute ungefähr gegen Falk genauso erwischt. Und was einmal geht, denkt sich Eriksson, geht auch ein zweites Mal. 12. Derby-Tor von Philipp Gogola. Traf ja auch im Winter Game doppelt für den KEC. Normilli, andere Seite!
Und sofort die Antwort der DEG. Ken Onde, Olim mit seinem zweiten. Sechzehn Sekunden nur zwischen Ausgleich Köln und der dritten Führung für die DEG. Über Strodl, über Milli mit einer kurzen Körpertäuschung und vor dem Tor Ken Onde Olim. Also diese Reihenzusammenstellung von Christoph Kreuzer hat sich definitiv schon gelohnt. Milli mit Olim und Strodl haben alle drei Tore für die DEG bislang erzielt. Uvira. Normilli dazwischen. Strodl schickt Normilli. Milli wieder gut und im Gegenspieler herumgewunden. Moritz Müller. Tim Conboy. Olim. Liegen gelassen für Daniel Kreuzer. Kein Vorbeikommen an Moritz Müller. Nick Latta, Danny Fischbuch. Collins mit Platz, mit sehr viel Platz und Zeit. Aber Fischbuch am Puck vorbei, holt ihn sich aber wieder. Breslau. War nicht einfach der Schuss. Und Kreuzer, bekannt dafür, auch mal ein Zeichen zu setzen. So, vor dem Tor hier Kreuzer gegen Sulzer. Und Moritz Müller, aber wir sind damit emotional auch schon wieder eine Stufe nach oben geklettert. Schüle. Schüle. Blockter Schuss von Eriksson. Jean Lalonde. Alex Weiss. Danny Fischbuch. Rob Collins. Dem darf man definitiv nicht so viel Zeit und Raum lassen, dass er seine Pässe immer wieder anbringen kann. Fischbuch. Bernhard Ebner. Auch hier dauert es lange, bis die Haie rauskommen, um Ebner abzudecken. Daschner. Johannes Salmonsson. Andreas Falk. Und Daschner. Fischbuch, kein Durchkommen gegen Zerrissen. Edi Lewandowski. Duell der Legenden vor dem Torkreuzer gegen Lüdemann und Gogola. Schön abgefangen hier von Daschner, dieser Passversuch. Auch eine Kunst der Verteidiger, zu wissen, genau diesen Augenblick vorauszuahnen und dann auch zu erkennen, wann man den Schritt machen muss nach vorne, um diesen Pass abzufangen. Misslingt das, sieht man oft ganz schlecht aus. Jones kann nicht hingehen, weil Abseits angezeigt ist gegen die Haie. Turnbull.
bislang einziges Saisontor im ersten Derby am 18. Oktober von Travis Turnbull. Letzte Minute, zweites Drittel läuft. Nochmal die Chance für Gogula. Patrick Hager. Guter Schläger von Matthias Niederberger. Und dann weniger guter Schläger von Alex Sulzer. Hat aber schon 9. Nochmal die Chance. Wender Gulik, was macht er diesmal? Er versucht den Schritt nach innen, aber auch hier bleibt Gustav Wesslau der Sieger. 40 Minuten gespielt in einem Derby, das es wirklich in sich hat. Die Haie finden immer wieder einen Weg zurück, aber die DEG hat immer eine Antwort parat und geht so mit einer 3:2 Führung in die letzte Drittelpause. Kurzzusammenfassung, zweites Drittel, erneute Führung, 26. Minute der DEG durch Manuel Strodl. Ausgleich 10 Minuten später, Gogula und nur 16 Sekunden später wieder Ken-Andre Olimp, der bislang an allen 3 Toren der DEG beteiligt ist mit dem 3:2. Dass wir das im dritten Drittel drehen. Wir gucken uns in der Zwischenzeit erst nochmal das Tor an. Es darf gegrübelt werden. Was ist mit den Haien los? Das erste Drittel war wirklich überragend, aber man konnte kein Kapital daraus schlagen. Und im zweiten Drittel dann die DG immer stärker. Wir blicken auf die Tore. Das ist das 2:1 von Strodl. Dann der doppelte Aussteiger Eriksson, wie zuvor schon Falk Gogula mit dem 2:2 und dann Milli, ähnliche Situation mit dem Blick, mit dem Pass für Ken-Andre Olimp. Und nach viel Laufarbeit auf dem Eis, den haben nicht nur die Mannschaften, sondern auch Leute, die andere Leute sprechen hören wollen, ist Hans Finger jetzt angekommen. Keine Sorge, Basti, ich habe es geschafft und jetzt bin ich bei Alex Weiß, der noch ein bisschen auf der Bank bleibt. Erstmal Alex zum Spiel. Warum hat die DEG immer eine Antwort parat auf das, was ihr macht? Ja, ich denke, sie spielen ein gutes Auswärtsspiel bis jetzt. Sie legen ihr Spiel auf Konter aus und warten auf unsere Fehler. Und wir machen zur Zeit, oder die ersten 2 Drittel haben wir zu viel Fehler gemacht. Und ja, das müssen wir jetzt im dritten abstellen, wenn wir das Spiel noch gewinnen wollen. Gerade das 2:2, wofür ihr lang gearbeitet habt, dann hat es genau 16 Sekunden gedauert, bis ihr hinten wieder einen fangt. Ist das vielleicht die Unkonzentriertheit dann auch im Überschwang des Tors? Ja, man sagt auch so im Hockey, dass der schwerste Wechsel ist der nach einem Tor, das man selbst geschossen hat. Und ja, die DEG hat unsere Schläfrigkeit da ein bisschen ausgenutzt. Und ja, das ist natürlich ein Nackenschlag für uns gewesen. Aber ich glaube, die Mannschaft ist gut genug, um einen Tor Rückstand noch umzudrehen. Ganz kurz, ihr bleibt hier noch draußen, Kollege Salmonsson und du. Was hat das auf sich? Ja, in der Kabine ist es so warm und noch ein bisschen die Beine ausschütteln, dass wir fit sind fürs letzte Drittel. Na, dann schauen wir mal, ob es was bringt. Dankeschön fürs Gespräch. So, wir machen eine kurze Pause und dann sind wir zurück im Studio mit Christoph Gablik von der DEG, der verletzte Stürmer. Bis gleich.
3:2 steht es mittlerweile für die DEG vor über 18.000 hier in Köln. Kennt André Olim mit seinem zweiten Streich in der 36. Minute hat die Führung für die Düsseldorfer Gäste erzielt. Und damit sind wir zurück im Studio mit Sven Felski und mit Christoph Gablik, dem verletzten Stürmer der DEG. Wir freuen uns immer, Christoph, wenn du verletzt bist, weil dann bist du bei uns. Aber natürlich freuen wir uns nicht, dass du nicht fit bist. Vorweg, Kreuzbandriss im ersten Vorbereitungsspiel der Saison beim neuen Verein. Hervorragend, besser kann es nicht laufen. Was macht die Reha? Ja, die läuft. Ich meine, in der Reha brauche ich einfach nur Geduld. Ich habe tagtäglich mein Fahrerprogramm, Kraftaufbau und natürlich auch die Behandlungen. Ich meine, mit der Schulter vorher, die waren immer 3-4 Monate, aber mit dem Knie, naja, mit einem halben Jahr kann ich schon rechnen. Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass das schnell geht und dass du keine größeren Verletzungen mehr anschleppst. Wir werden es verkraften im Studio, wenn du lieber auf dem Eis bist. Felle, Christoph, wir wollen auf das zweite Drittel schauen. 3-2 Führung für die Düsseldorfer. Erstmal zu dir, Felle. Was machen die Kölner anders als im ersten Drittel? Ich glaube, die Kölner spielen eigentlich fast das gleiche Spiel. Der Grund ist, warum das Spiel anders läuft, ist, weil die Düsseldorfer einfach besser stehen. Sie spielen aggressiver in den Zweikämpfen und spielen besser das System und haben demnach auch den Kölner nicht so viel Raum gelassen. Und das ist eigentlich der Grund, warum es besser läuft für die Düsseldorfer. Dann wollen wir uns doch die erste Szene anschauen. Die belegt nämlich genau das, was du sagst. Dieses aggressivere Zweikampfverhalten vor allem der Düsseldorfer. Genau. Hier sieht man mal ganz gut, die haben ja mal ein System rausgehört. Die spielen ein 1-2-2-System. Einer geht vorne rein, zwei sind in der Mitte und zwei Jungs sind noch hinten. Und das macht dann die Kölner dann auch relativ schwierig, überhaupt weiter zu agieren vorne. Und von daher ist das System einfach viel, viel besser. Die sind näher an den Leuten dran. Was sagt der Christoph? Ich gebe ihm recht. Ich glaube, vom Spielaufbau her spielen wir schon viel aggressiver oder viel anständiger wie im ersten Drittel. Keine Ahnung, wo die Probleme waren, aber ich glaube, wie sich die Jungs gerade bewegen, da kann ich schon positiv nach vorne schauen. Dann schauen wir noch mal auf die zweite Szene. Erst kam das 1:2 aus Kölner Sicht in diesem zweiten Drittel durch Manuel Strodl und dann der Ausgleich und den wolltest du noch mal analysieren von Philipp Gugula. Ja, also Philipp Gugula bringt die Kölner mehr oder weniger zurück mit dieser Szene, wo man es wirklich ganz gut sieht. 50% eigentlich gehören dem Eriksen. Wo man, das ist jetzt nicht die Szene, kommt gleich vielleicht. So, lieber Ayo, jetzt kommt hier, ja, jetzt sieht man es gleich ganz gut. Scheibe eigentlich nach hinten, jetzt kommt es. Da sieht man wunderschönlich, wie Eriksen einfach die Scheibe über das Gestänge von dem Tor einfach den Gegenspieler ausspielt. Brandt in dem Fall. Und macht es natürlich dann für Gugula relativ einfach, der sowieso einen mega Lauf hat im Augenblick. Das sind eigentlich so eine kleinen Kabinettstückchen, wo dann die Kölner wieder zurückkommen. Ansonsten hatten sie jetzt eigentlich ein bisschen weniger. Da zahlt Marcel Brandt Lehrgeld, der Center der ersten Reihe. Ja, ich meine, da hat er ein wenig schlecht ausgeschaut, aber ich meine, durch die Dinge lernen wir auch. Ein Wunder da überhaupt, dass Philipp Gugula noch in Düsseldorf einreisen darf. Ne? Der Düsseldorfer schießt immer Tore gegen die DEG. Aber na gut, so ist das halt einfach. Christoph, wir wollen mit dir über was sprechen, was wir vor dem Spiel schon rausgearbeitet haben. Die DEG hat sowas wie eine Torflaute in diesem Sinne in dieser Saison. Wir haben mal einen Vergleich angestellt und wollen mal auf die Grafik schauen, wie sich das Ganze im Vergleich zur Vorsaison, wo du natürlich noch nicht da warst, so ein bisschen auswirkt. Also in der letzten Saison nach 20 Spielen 58 Tore erzielt, in dieser Saison sind es nur 42. Letztes Jahr zweimal ohne eigenen Treffer, dieses Mal schon viermal ohne eigenes erzieltes Tor. Wie gesagt, du kannst nur für diese Saison sprechen, aber du kannst ja von außen beobachten, woran liegt das, dass die DEG mit Abstand die wenigsten Tore der Liga geschossen hat? Ja, ich war am Anfang war ich leider nicht da und habe mir das Spiel anschauen können, aber durch die Gespräche mit den anderen auch. Ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo die einen Schalter umlegen. Ich meine, die Jungs, die probieren, die agieren Richtung Tor, die probieren einfach ohne Ende. Aber hin und wieder gibt es einfach Spiele, wie wir schon gerade mitgekriegt haben, 4 Spiele ohne Tor. Den genauen Grund weiß ich auch nicht. Ich meine, die Spielstärke und das Potenzial haben wir einfach in der Mannschaft, dass wir vorne eigentlich Tore machen könnten. Im Endeffekt ist einfach nur ein Kopfproblem, mentales Problem, aber ich denke, die werden das schon auf die Reihe kriegen. Felle? Ja, man sieht ja auch, sie erarbeiten sich ja auch Chancen. Sie haben jetzt 36 Mal wieder heute aufs Tor geschossen nach 2 Dritteln. Also es spricht ja schon dafür, was auch Christoph Kreuzer sagt. Sie erarbeiten sich die Sachen. Er hat ein Problem, wenn sie diese Möglichkeiten gar nicht erst sich kreieren. Absolut, das sagt er. Ganz kurz noch, Christoph, was passiert im dritten Drittel, damit die DEG die Punkte mitnimmt? Ich denke, wir gewinnen 4-2 oder 4-3.
Also auf jeden Fall ein Sieg, das ist doch schon mal Optimismus. Das halten wir fest. Dankeschön fürs Gespräch, alles Gute im weiteren Heilungsverlauf und bei der Reha. Danke Felle für den Augenblick, kurze Pause. Und dann geht es langsam, aber sicher in Richtung Entscheidung beim großen rheinischen Derby. Dann wieder mit Basti Schwele. Bis gleich.
Viel Lärm bisher, aber nicht um nichts, sondern um das 209. Rheinische Derby. 3:2 führt die DEG hier vor dem Schlussabschnitt gegen die Kölner Haie. Und in diesen Schlussabschnitt gehen wir sofort hinein. Und auch Sven Felski hat es hier hoch geschafft. 18.500 ist doch eine Menge, Sven. Ja, also eine Riesenstimmung hier in der Halle. Also von daher. Und auch schwer zum Durchkommen. Kommt man relativ schwierig hier hoch durch, ja, ist richtig. Die DEG im Schlussabschnitt von rechts nach links und die Haie jetzt im Angriff mit Ryan Jones. Und Davis. Gefährlich. Schon früh zu sehen, dieser Passversuch. Minard. Abgefangen von Jones. Und wieder Minard. Wender Gulik, gut durchgegangen, aber nicht durch die Schoner von Weslau. Ja, war eine sehr gute Möglichkeit. Hat er sich sehr gut durchgesetzt von der Gulik. Eigentlich ist er so ein Spieler, hier sieht man es ganz gut, Moritz Müller aussteigen lassen. Der dann auch genau diese Situation noch sieht, wo der Torhüter steht, um dann die Scheibe einfach am Tor runterzubringen. Zwei sehr gute Torhüter heute wieder zu sehen. Ja, beide sehr gut, wirklich. Dennoch auch ein bisschen überlegt in den Drittelpausen. Ist das so eine Krankheit, die sich bei den Haien ein bisschen durchzieht in dieser Saison, die auffällig ist, dass man wirklich eine gute Pace hat, wenn man alles reinwirft, aber diese Pace nicht halten kann über 60 Minuten? Also was mir bei den Kölnern auffällt, ist, sie spielen technisch ein sehr, sehr gutes Eishockey. Sie bekommen immer Probleme, wenn eine Mannschaft dann auch mal zweikampfmäßig dabei ist oder auch den Körper spielt. Da haben sie öfter Probleme. Und das haben die Düsseldorfer einfach im zweiten Drittel viel, viel besser gemacht. Und man sieht ja den Zwischenstand. Könnte man durchaus Probleme bekommen, wenn das schon in der Hauptrunde so ist. In den Playoffs wird er doch nochmal physisch eins draufgelegt. Ja, also ich sag mal, grundsätzlich ist es erstmal gut, wenn du nach 21 Spielen halt so eine Sache auch erkennst. Kannst du noch in der Saison viel an den Stellschrauben drehen. Achtung, Olimp! Da werden fast die Hüte geflogen, zumindest die der DEG-Fans. Schüle, schön gesehen, Strodler. Nächste Herausforderung für Gustav Weslau. Erneut guter Auftakt ins Drittel von der DEG. Man hat durchaus gemerkt, Sven, dass das wirklich nur ein paar kleine Stellschrauben sind, an denen die DEG gedreht hat. Man hat jetzt oder ab dem zweiten Drittel gesehen, wir können uns nicht so weit nach vorne wagen, hat jetzt immer den dritten Mann hinten an der blauen Linie, auch im Angriff fast zwischen den beiden Verteidigern. Sichert also nach hinten ab und spielt nur etwas aggressiver. Man spielt jetzt nicht mega Körper, aber man spielt näher am Mann. Genau, das ist genau der Punkt. Sie sind halt näher am Mann und dadurch können natürlich die Kölner sich auch nicht so entfalten. Das ist ja ganz normal, wenn du viel Platz hast, dann kannst du auch mehr Speed aufnehmen und demnach siehst du eigentlich immer schlecht aus. So wie hier, Freddy Eriksson mit der Eleganz eines Eistänzers und den Händen eines Pianisten. Ja, das hat man ja vorhin gesehen beim zwischenzeitlichen 2:2. Man hat ja ein riesen Kabinettstückchen mal kurz ausgepackt. Und der eine oder andere junge Spieler, wie in dem Fall Brandt, der muss dann da auch noch ein bisschen dazulernen. Hat aber eine Minute zuvor auch schon erfahrene Spieler Travis Turnbull auch mit dem gleichen Trick erwischt. Aber du weißt doch, es wird im Endeffekt dann nur darüber gesprochen, wenn dann auch ein Gegentor fällt. Also klar. Wahrscheinlich ist Turnbull auch zu ihm gesagt, also das darfst du so nicht spielen. Kurt Davis. Ja, mit dem direkten Weg, da ist Turnbull. Weslau, ganz wichtiger Save wieder von Gustav Weslau. Der spielt so cool, Sven. Als ob ihn so ein Schuss, so ein Alleingang überhaupt nicht interessiert. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Torhüter und da können die Kölner ja, eine Ruhe strahlen. Er strahlt einfach diese Ruhe aus und du brauchst als Mannschaft natürlich immer jemanden, der da hinten diese Ruhe auch ausstrahlen kann. Travis Turnbull. Nur ein Saisontor, aber das gegen ihn, gegen Gustav Weslau. Ja, ich glaube, wenn er persönlich schon mehr Erfolge gehabt hätte dieses Jahr, hätte er wahrscheinlich diese Scheibe auch noch mal rübergespielt. Aber in dem Fall probiert er es halt allein.
Edi Lewandowski. Auch hier wieder kurze Ecke, hoch anvisiert. Und jetzt war es mal zu sehen. Vorstoß der Haie, aber sofort zwei, drei Mann auf den Scheiben führten. Keine Zeit, keine Möglichkeit für einen guten Pass für Ryan Jones. Und auch hier. Ah, Puck kommt trotzdem durch, Hager. Und dann Matthias Niederberger. Bernhard Ebner. DEG hat auch zu einer unglaublichen Coolness gefunden, irgendwie im Aufbauspiel. Ja. Auch, dass man sich die Zeit nimmt für den ersten, für den wichtigen Pass. Genau, und dieser erste Pass, hast du komplett richtig gerade gesehen, der kommt auch an. Also das ist ja das Wichtige. Nicht nur einfach die Scheibe rausspielen, sondern auch versuchen, einen Mitspieler einfach anzuspielen. Und das klappt viel, viel besser bei den Düsseldorfern. Ah, Herr Speckhahn heute auch im Stadion, von der Arbeit befreit, aber zwei Kaffee mit Zucker. Aber hast du gesehen, er hat die Servusjacke auch dabei. Nur damit er die guten Plätze bekommt. Ja, oder ob er reinkommt. So, Problem bei Matthias Niederberger an der Ausrüstung, ist deshalb zu Betreuer Gunnar Genuttis gefahren und muss die komplette Schiene hier wohl abnehmen. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil normalerweise müsste man bei so einer Sache dann eigentlich den Torhüter wechseln. Wenn das zu lange dauert, ja. Muss eigentlich Felix Bick dann ins Tor kommen. Da sind die Kölner relativ gelassen gerade noch. Also, aber hier sieht man es ganz gut. Also ist, glaube ich, nur das T-Band. Auch wenn man das hier mal schön zu sehen, Sven, zur Erklärung vielleicht auch mal. Torhüter haben ja andere Schlittschuhe als Spieler. Ja, also die haben ja noch mal so einen Überschuh mehr oder weniger. Ich meine, das ist ja keine Frage. Also, haben auch nicht so einen hohen Schaft. Nee, also man muss ja auch ganz klar sagen, wenn jetzt jemand einen Schlagschuss mit 150 km/h aufs Tor schießt, dann würde ein normaler Schlittschuh eigentlich für ein Torhüter gar nicht reichen. Also deswegen ist er nochmal extra so weiß abgepolstert, nochmal so ein Hartplastikschutz drüber. Genau, Hartplastik drüber. Und so, alles wieder fix bei Matthias Niederberger. Spiel geht weiter und auch von uns nochmal alles Gute nachträglich. Zum 23. Den hat er gestern gefeiert, Matthias Niederberger. Bernhard Ebner. Ah, Puck schwierig! Und Puck zu schwierig! Denn Puck im Tor! Die DEG führt 16 Minuten vor dem Ende mit 4:2. Da war der schwarze Kobold lange unterwegs und ist übers Eis gehüpft, für niemanden zu kontrollieren. Wir blicken mal, wer da als letzter dran war. Schuss kommt von Bernhard Ebner und dann springt er vielleicht, wenn Gulik noch an, oder er geht durch alle hindurch. Ja, also Torhüter, da kann man da gar keine Vorwürfe machen. Westlau versucht die Scheibe einfach rauszufischen. Marcel Brandt wird hier offiziell als Torschütze angegeben. Ich würde mal eher tippen, dass der wirklich von Bernhard Ebner kam und einfach durchgegangen ist. Ja, dreimal gehüppelt. Ja, aber die Entstehung ist wieder sehr interessant eigentlich. Ganz einfaches Bulli-Spiel. Wenn du das zu 100% auch mal gewinnst, gar nicht groß ausholen, kurzen Handgelenkschuss aufs Tor, wird abgefälscht. Oder wir sagen, gute Taktik von Matthias Niederberg, mit der die lange Pause, die er genommen hat, konnten sich alle voll auf dieses Bulli konzentrieren. Genau. Nein, aber dieser einfache Schuss Richtung Tor bringt manchmal so viele Gefahren und in dem Fall war er ja kein harter Schuss. Andreas Falk. Pfosten und Tor!
Haie kommen wieder ran. 36 Sekunden nach dem 2:4. Es ist definitiv das Spiel der schnellen Antworten. Zunächst mal hier hinten der kluge Pass auf Falk. Und dann abgefälscht, meine ich, von Moritz Müller. Ja. Denn hoch abgefeuert der Schuss von Falk und dann unten in die kurze Ecke. Da geht der Puck hin. Der Kapitän also wohl als letzter am Puck. Im Moment wären wir beim getippten Ergebnis von Christoph Gablik. Das ist einfach ein Eishockey-Kenner. Kurt Davis. Später Pfiff, aber nicht etwa unerlaubter Weitschuss. Ein Linesman hat es da erwischt an der Kölner Bank. Wohl die Hand eingeklemmt an der Bande. Da gab es einen Zweikampf. Unter anderem war da Tim Conboy mit dabei. Und wenn Tim Conboy ins Geschehen eingreift, dann sollte man sich lieber schnell vom Acker machen. Hier Conboy gegen Uvira. Da ist mächtig Gewicht auf so einem Check. Ja, da kann man nur hoffen, dass er sich da jetzt nicht ernsthaft verletzt hat. Also ich glaube mal, wenn, wie du gerade sagst, Conboy und Uvira, das sind ja zwei Schwergewichte. Wenn die da in voller Fahrt. Die haben noch eine Ausrüstung an. Ja. Der Linesman nicht wirklich so viel. Nee. Ich glaube, es sieht nicht so gut aus. So, nie ein gutes Zeichen, wenn man sich dann noch mal hinsetzen muss. Weil da ist meistens noch der Schockmoment dabei und könnte durchaus heißen, dass da was Schlimmeres passiert ist. Jetzt weiß man gar nicht. Ich glaube, er wollte sich wahrscheinlich sogar noch mit den Händen abstützen an der Bande. Ja, und wird in die Kabine gebracht. Solche Fälle gibt es durchaus hin und wieder. Es gab ja früher dieses Dreimann-Schiedsrichtersystem und bei so einem Ausfall können die drei verbliebenen Refs auch auf dieses Dreimann-System zurückgreifen. Genau. Sprich, wieder so pfeifen. Das ist zwar eine Umstellung für viele, aber wird jetzt darauf rauslaufen, dass ein Hauptschiedsrichter eher die Linienrichterposition genau übernimmt. Das wird wahrscheinlich genauso auch passieren. Ich denke, das wird jetzt. Ich glaube, zwei Hauptschiedsrichter will da weiterspielen, glaube ich, weil er gerade durchgehen. So heißt viel Laufarbeit jetzt für den verbliebenen Linienrichter, Sven. Ja, Scheibe holen und gleichzeitig einschmeißen. Also und noch beide Linien im Griff haben für Abseitsstellungen. Plus den unerlaubten Weitschuss auswicken oder abpfeifen. Ja. Derby ist Derby. Genau, das gehört dazu dann. Jean Lalonde.
Wieder das Duell Uvira gegen Comboy. Tim Comboy mit Zeit, mit Blick und mit dem guten Pass für Turnbull. Mirko Lüdemann aber ganz nah an Turnbull dran, fängt den sofort ab. Comboy. Na, Uvira will da wieder gegen Comboy, da könnte sich durchaus noch was anbahnen. Sulza, Lewandowski, Gogula. Stefan Daschner. Guter Einsatz von Hager. So, keiner weiß, wo der Puck ist. Rum im Netz. Ja, aber man sieht jetzt gleich wieder nach dem Anschlusstreffer der Kölner, dass sie jetzt wieder mehr laufen, mehr agieren. Und dann sieht man auch gleich auf der anderen Seite. Das Momentum ist jetzt eher auf der Kölner Seite. Bernhard Ebner. Marcel Brandt. Hat Platz. Kann die Geschwindigkeit mitnehmen gegen Zerrissenpack zur Mitte. Daschner. Immer noch Daschner. Wender Gulik. Ebner. Schöne Bewegung hier von Bernhard Ebner. Ah, und der war wieder gefährlich für Gustav Wesslau. Diesmal von Stefan Daschner. Auch spät zu sehen. Vor dem Tor nochmal aufgehüpft. Ja, aber das ist die gleiche Methode wie vorhin. Also die Scheiben zum Tor bringen. Der eigene Spieler fälscht die Scheibe ab. Und da hast du als Torhüter fast gar keine Möglichkeit zu reagieren. So, und nach diesem Puck. Das ist eigentlich gar kein Düsseldorfer vom Tor. Hager fälscht die Scheibe, glaube ich, ab. Und die macht es dann brandgefährlich. Alex Weiß. Herr Oswald. Umicevic. Der spielt fast sicher ab. Schießt diesmal. Sogar selbst, Puck kommt aber nicht durch. Abseits abgepfiffen jetzt gegen die DEG. Sven, ja, also, heikle Entscheidung gerade. Also für mich ein ganz klares V an Williams. Hier sieht man es nochmal gut. Wird schön untergehakt von hinten. Der kann gar nichts machen. Collins ist natürlich auch ein cleverer Spieler mit einer Hand, aber hier sieht man es, glaube ich, noch besser von hinten. Vor allem der hakt früh Collins und geht dann weg. Ja, das ist, aber Williams fällt ja da nicht einfach. Nee, das ist einfach so eine 2 Minuten Strafe. So, Bulli muss wiederholt werden, weil der Puck erst das Eis berühren muss, bevor er an den Schläger darf. Und Williams hat den direkt aus der Luft genommen. Sean Lalonde. Kurt Davis, abgefälscht. Oslund, schön durch die Beine gelegt für Mirko Lüdemann. Alex Weiß. Puck kommt nochmal auf die Schaufel von Williams. Kreuzer. Collins gegen zwei. Oslund zur Stelle. Immer noch Oslund, Niederberger. Alex Weiß. Und hier gut zu sehen ist, dass die DG hier 1 gegen 1 spielt. Comboy weite Wege mitgegangen mit Alex Weiß. Aber ich glaube, sie sollten jetzt nicht den Fehler machen, die Düsseldorfer, dass sie sich jetzt wirklich
kompakt zu fünf hinten reinstellen und diese 1 gegen 1 Situation spielen. Sie sollen eigentlich versuchen, weiterhin ihr Spiel auch selber versuchen durchzusetzen. Ich glaube, dass es im Endeffekt dann für die Düsseldorfer auch noch einfacher wird, weil es sind jetzt noch 12 Minuten zu spielen. Also den Druck standzuhalten ist sehr, sehr schwer. Irgendwie seit diesem 3:4 wieder das Spiegelbild des ersten Drittels, als eigentlich nur Köln gespielt hat und gedrückt hat. Ja, genau. Daniel Kreuzer. Salmonsson. Umicevic. Ja, da sind natürlich so eine Spieler wie Daniel Kreuzer jetzt in der Pflicht. Also ich meine, das sind alte, erfahrene Hasen, die dann auch mal die Scheibe halten müssen und halten auch können. Sag du dem Daniel Kreuzer mal, dass er ein Hase ist. Eine Umstellung auch vorgenommen von Sundblad. Åslund und Williams jetzt mit Alex Weiß und Micevic. Dafür mit Falk und Salmonsson. Letzter Powerbreak. Düsseldorfer Führung in Köln, aber das 3:4, Sebastian Uwira von den Kölner Haien, das hat euch wieder so ein bisschen Leben eingehaucht, oder? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt gleich hart geantwortet. Wir müssen jetzt so weitermachen, wir jetzt die letzten paar Minuten spielen. Versuchen, jede Scheibe aufs Tor zu bekommen. Wie gesagt, wir müssen das Spiel drehen, hart arbeiten und dann hoffentlich kommt was Gutes raus. Warum klappt das immer nur phasenweise, dass ihr die Düsseldorfer so gut und so effektiv unter Druck setzen könnt? Ja, ich meine, es ist ein Derby, es ist eine Anspannung hier, die Anspannung ist groß. Aber im Endeffekt, wir müssen einfach das machen, was unser Trainer sagt. Und dann hoffentlich wird das positiv rauskommen. Schauen Sie uns an, Dankeschön. Bitte. Immer eine ganz gute Idee, das zu machen, was der Trainer sagt. Ah, und Pauseunterhaltung vom Allerfeinsten mit Sharky und seiner neuen Freundin, Sharkeline. Süß, oder? Sie sind da beide gut, muss ich sagen. Guck mal hier, siehst du links, rechts? Sehr gut. Spiel läuft wieder. Heiße Schlussphase angebrochen. 11,5 Minuten noch für die Haie. Zeit, um die vierte Derby-Niederlage in Folge zu verhindern. Breibisch. Lewandowski. Turnbull, was für eine Bewegung. Aber wieder kein Vorbeikommen an Gustav Wesslau. Toller Spielzug der DG. Ja, und das war wieder einfach gespielt. Also über die Bande raus, dann Eddie Lewandowski macht es auch sehr gut. Zieht zwei Leute auf sich. Natürlich ein Riesenmove von Turnbull. Der kommt natürlich auch mit Fahrt. War fast ein bisschen zu nah schon am Tor. Andere Seite. Der Blitz, mal kurz abgezogen. Sebastian Uwira. Pardon, Alex Weiß war's. Und dann hält wieder Niederberger fest. Alex Weiß ist ja auch ein Blitz. Hat aber nicht gewonnen. Nee. Stars and Skills Competition, die deutsche Eishockey-Liga vor der Saison gemacht hat. Sebastian Uwira dort zum schnellsten Spieler. Nicht gewählt worden, sondern hat er sich erskated. Williams mit dem Bulli-Gewinn, aber Puckverlust. Rinard geht hart nach. Jean Lalonde. Per Åslund. Lalonde und zum dritten Mal Metall heute. Noch einen mehr und Köln kann sich neuen Zaun bauen.
Ja, aber das ist so eine Situation. Ich meine, Sean Lalonde weiß jeder, dass er extrem hart schießen kann. Da muss ich natürlich auch versuchen, mich so zu positionieren, dass er gar nicht die Möglichkeit hat, einen One-Timer zu schießen. Noch einmal Lalonde, diesmal mit Blick für Williams. Und was für eine Möglichkeit, die er da liegen lässt. Noch immer ohne Tor in der Liga für die Kölner Haie, Jason Williams. Oslund. Pascal zerrissen. Alexander Sulzer. Oh. Kein Pass, sondern tätiger Angriff auf die DEG-Bank. Noch einmal, der tolle Pass von Lalonde und dann Williams über die Scheibe gehämmert. Ja, hier sieht man noch mal ganz gut den One-Timer von Lalonde. Also da muss man wirklich jemanden viel näher an den Rand setzen, dass er einfach nicht schießen kann. So, und wir haben Neuigkeiten aus der Schiedsrichterkabine. Verdacht auf Mittelhandbruch beim ausgeschiedenen Linesman ist auf dem Weg ins Krankenhaus zum Röntgen. Von hier aus natürlich gute Besserung. Danny Fischbuch. Oh, was für ein Pass, beziehungsweise Fehlpass, aber Falk hier in den Rücken bedient von Umicevic. Daschner. Daniel Kreuzer. So, hier zu sehen, Daniel Kreuzer hat nicht mehr den schnellsten Außenborder, aber er rudert definitiv immer noch sehr hart. Ja, hat sich super angeboten. Hinten bekommt dann auch den ersten Pass ganz gut vom Daschner und hält auch die Scheibe, guckt, wo seine Mitspieler mitlaufen. Ja, wenn er auf dem Eis langrutscht, dann braucht Fischbuch eigentlich nur noch einnicken. Philipp Gogola. Moritz Müller. Normeli, Patrick Hager, Hager mit Blick. Strohl, letzter Zwischen auf diesem Aufbaupass und die nächste Chance für die DEG. Und Glück hier für Köln, dass Normeli den Puck nicht ordentlich trifft. Ja, aber das ist genau der Weg, was ich denke, was die Düsseldorfer auch spielen müssen. Also sie müssen vorne genauso auch versuchen, die Scheiben zu bekommen. In dem Fall hat es der Strohl geschafft und dann brennt es natürlich sofort. Ich meine, so ein Spieler wie Norm Wille, der hat so eine Qualität. Normalerweise hängt er den oben ein. Auch heute schon angesprochen, die Torflaute vor allem bei den erfahrenen Spielern. Norm Willi auch erst mit einem Saisontor. Ein Spieler, der eigentlich regelmäßig in seinen DEL-Spielzeiten, und das ist schon eine Menge, über 40 Punkte pro Saison macht. Ja, da hast du recht. Der hat natürlich heute auch wieder eine riesen Vorlage gegeben, und darf man auch nicht vergessen. Aber das persönliche Erfolgserlebnis ist sehr rar, auch das stimmt. Schön durchgesetzt. Preibisch. Und Sebastian Uvira. Travis Turnbull. 7,5 Minuten noch. Und an diesem Vorcheck zu sehen, die DEG hat sich wieder gefangen nach dem schnellen Anschlusstreffer. Der Haie spielt jetzt wieder das Spiel, das sie ab dem zweiten Drittel so stark gemacht hat in diesem Derby. Alex Weiß. Chris Minard. Bernhard Ebner sollte mit ins Spiel genommen werden. Minard. Schön gesehen hier auf die blaue Linie. Daschner durchgezogen, aber Gustav Fessler.
Ja, da sehen sie viel besser aus. Sobald sie sich nicht hinten reinstellen, sondern auch ein bisschen weiter vorne angreifen schon, bekommen sie auch gute Möglichkeiten und Scheibengewinne und nicht zuletzt Abschlüsse. Ryan Schultz. Philipp Gogola. Patrick Hager. Hager, starke Bewegung. Am Ende dieser Kette steht wieder Gogola vor Matthias Niederberger. Trotz aller Schweden, die man jetzt auch im Sturm hat, trotz aller Importspieler. Gogola und Hager sind die auffälligsten. Ich wollte es gerade sagen, also die Reihe gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Nicht, weil sie jetzt so viele Tore geschossen haben schon, sondern grundsätzlich. Sie spielen einfach ein super Eishockey. Hager, der hat sich unwahrscheinlich entwickelt. Er ist ein absoluter Führungsspieler mittlerweile geworden. Und von daher, sehr gute Reihe. Schön zu sehen und dass man das auch sagen kann, dass die zwei Deutschen, Gogola und Hager, ihren Importspieler mitnehmen ins Spiel. Genau. Oder mitziehen. Genau, mitnehmen und bekommen natürlich auch die Möglichkeit, sich dann in Überzahl gleich auszuprobieren. Jetzt kommt der DG, 3 auf 2 über Strodler. Und der Konter der Haie, Sean Lalonde. Ausgangspunkt dieses Konters, sein gewonnener Zweikampf hinter dem Tor, aber anstatt Torschuss Scheibe tief und Lüdemann muss sie wieder hinter dem eigenen Tor holen. Umicevic. Lüdemann! Das wär's noch. Derby-Tor von Mirko Lüdemann. Der hat seit Finale 6 2014 kein Tor mehr geschossen, Mirko Lüdemann. Die letzte Saison war seine erste Profisaison überhaupt, in der er kein Tor geschossen hat. Sulzer. Bernhard Ebner, guter Zweikampf hinter dem Tor. Auch das zu sehen, wie gut sich die DEG unterstützt. Stürmer kommen sehr weit zurück, bieten ihren Verteidigern immer wieder eine Anspielmöglichkeit von hinter dem Tor heraus. Hier zu sehen jetzt auch Eddie Lewandowski, der sich hinter Daschner noch anbietet, um den abzusichern, weil er sieht, dass der nach vorne geht. Bernhard Ebner. Daschner. Travis Turnbull. Für Edi Lewandowski. So, und das kann Edi Lewandowski Körper dazwischen bringen und Puck verteidigen und abschirmen. Jason Williams. Gogola! Und wieder Matthias Niederberger als letzter am Puck. Ja, das hat man ganz gut gesehen wieder. Also die Düsseldorfer haben die Scheibe vorne, machen eigentlich einen einfachen Fehlpass durch Turnbull und Holmberg war noch mit reingegangen und dann fehlt er hinten und dann geht es mal ganz schnell. So, und wehmütig unten hinter dem Plexiglas Thorsten Ankert. Hager. So, und es wird jetzt in diesen letzten 4 Minuten, das deutet sich an, eine reine Abwehrschlacht für die DEG. Gogola abgelegt für Lalonde. Matthias Niederberger, auch der hält extrem cool, ruhig und unaufgeregt. Ja, also ich kenne ihn ja auch noch aus Berliner Zeit, wo er in Berlin aktiv war. Da war er auch schon, da war er logischerweise noch jünger, aber auch schon extrem abgeklärt, ruhig. Und das ist so unwahrscheinlich wichtig für eine Mannschaft, wenn du jemand hinten im Tor zu stehen hast, der einfach ruhig wirkt. Und also, da ist gar keine Hektik dann demnach auf der Bank. Also das kann ich wirklich nur sagen, wenn du echt einen ruhigen Torhüter hast, das ist unwahrscheinlich wichtig.
Gut nachgegangen hier von Danny Fischbuch, Kreuzer. Kreuzer, was für ein Einsatz, Kurt Davis! Und das hat sich gelohnt von Daniel Kreuzer, Kurt Davis. 3 Minuten 25 vor Ende mit dem 5:3. Sven, schau doch noch mal ganz genau hin, was Daniel Kreuzer da macht. Erstes Derby-Tor von Kurt Davis, aber hier mit Fußvorlage. Daniel Kreuzer und der Puck kommt genau für den One-Timer, für Kurt Davis. Ja, den musst du aber erstmal so mit dem Fuß dahin spielen. Also das ist typisch Nitzel Kreuzer, der macht halt aus einer unmöglichen Situation noch eine richtig gute. Der arbeitet definitiv nicht nur mit dem Schläger, sondern mit dem ganzen Körper Eishockey. Christoph Kreuzer, sein Bruder, hat ja auch einen Spitznamen. Der hieß einst Rudi Völler, weil er mal ein Schlittschuh-Tor geschossen hat, das ziemlich cool war, aber natürlich nicht gegeben wurde. Aber die Kreuzers können auch Fußball. Wenn es mit Eishockey nicht mehr läuft, vielleicht beide mal zur Fortuna, da läuft es auch nicht so gut. Jetzt nochmal Daniel Kreuzer. Längsten Siegesserien in rheinischen Derbys im Übrigen stehen bei 7 Siegen in Folge, haben beide Teams schon mal geschafft. Allerdings schon eine Weile her, der KAC zuletzt zwischen 2003 und 2004. Und bei der DEG muss man weit zurück, zwischen 1979 und 80. Strafe nochmal angezeigt gegen Normilli. ...1:49 vor Ende. Sven, du als Niklas Sundblad lässt jetzt 6 gegen 4 spielen? Ja, also ich würde es machen. Ganz klare Strafe sieht man hier nochmal von Belay. Du bist natürlich auch ein Don Jackson-Kind. Da habt ihr ja in Berlin ja fast immer ohne Torwart gespielt. Ja, wir haben auch öfter mal 8 Minuten ohne gespielt. Das, denke ich, ist jetzt eine ganz normale Situation, dass er jetzt eine Auszeit nimmt. Und wird sicherlich dann genau das ansprechen, dass der Torhüter gleich runtergeht. Dass ein 6. Feldspieler aufs Eis kommt. Er hat im Endeffekt ja nichts zu verlieren. Hinweis für Sie. Nächste Live-Spiel der Deutschen Eishockey-Liga bei Laola 1 TV. Kommenden Freitag, 19.25 Uhr, Ingolstadt gegen München. So, und Gustav Wesslau bleibt draußen. Sundblad lässt direkt 6 gegen 4 spielen. 1 Minute 49 vor Ende dieses 209. rheinischen Derbys. Tim Conboy. Hager gegen Collins. Der kommt lang und der kommt gut. Und das ist die endgültige Entscheidung. 6:3 für die DEG. Rob Collins. Ja, das ist wirklich ein Fuchs, Rob Collins, muss man wirklich sagen. Ich habe auch wahnsinnig gerne gegen Allein ihn schon der Zweikampf jetzt gegen Hager. Das meine ich. Wie er sich die Scheibe eigentlich selber erarbeitet. Ich habe so gerne auch gegen ihn gespielt, weil er war immer so ein Battle.
Hier sieht man es immer gut. Ein bisschen eingehakt, aber so clever, dass das einfach keiner sieht. Und ja, den Rest sieht man. Sechstes Saisontor von Rob Collins. Zweiter Shorthander der DEG in diesem Derby. Auch das erste, wir erinnern uns, von Ken-André Olympia in doppelter Unterzahl. Und nachdem es für die DEG derzeit immer auf und ab geht, Sieg und Niederlage wechseln sich ab. Vergangene Woche beim 0:3 gegen Wolfsburg gab es Unmutsäußerungen der Fans im ISS-Turm. Dem hat Christoph Kreuzer verbal schwer entgegengewirkt, hat damit aber auch gleich den Druck von der Mannschaft weggenommen oder das Schuldgefühl. Heute dieser Sieg hier in Köln, der vierte Derby-Sieg in Serie. Der ist wichtiger als alles andere, was da so zwischendrin passiert wird. Der ist extrem wichtig und Christoph Kreuzer hat im Vorfeld ja auch schon gesagt, wir arbeiten uns Chancen, schießen keine Tore. Heute haben sie 6 gemacht. Also meine, heute sind sie auch mal reingefallen. Und das spricht ja eigentlich dafür, das, was er vorher im Endeffekt gesagt hat. Man hat sich Köln ein bisschen ausgeguckt. Das erste Drittel war ganz klar für die Haie. Dann hat Christoph Kreuzer aber reagiert, hat umgestellt, hat seine Jungs in die Pflicht genommen, hat taktisch ein paar Sachen verändert. Die haben sich aber voll ausgewirkt. Ja gut, also es ist natürlich auch klar, die konnten ja so, wie sie die ersten 20 Minuten gespielt haben, hätte es wahrscheinlich dann heute einfach nicht gereicht, wenn du dann umstellst und einfach auch versuchst, ein bisschen mitzuspielen. Oder näher an den Männern einfach bist und dann mit Zweikämpfen versuchst, den Gegner früher zu stören. Dann apropos Spielen, Sven, du musst noch im Studio unten spielen, deshalb weiter Weg. Und viele machen sich hier schon auf dem Heimweg, heißt, du wirst dich wieder durchkämpfen müssen hier. Ja, tschüss. Letzte Bemühungen der Haie, um das hier noch etwas freundlicher zu gestalten. Aber immer wieder, jeder Schuss prallt an Matthias Niederberger ab. Und die letzten Sekunden wären zur Freudenorgie oben für die DEG-Fans. Das 209. rheinische Derby geht an die Düsseldorfer EG. Wenn es auch insgesamt nicht so klar war wie das Ergebnis. Die DEG hat taktisch sehr diszipliniert gespielt und hat die Kölner Haie nach dem ersten Drittel vor ein Rätsel gestellt, dass diese nicht imstande waren, irgendwie zu lösen. Matthias Niederberger wahrt seinen kurzen, kleinen, aber feinen Derby-Nimbus. 2 Spiele gegen die Haie als DEG-Spieler. 2 Siege. Vielleicht ein Befreiungsschlag, unter anderem auch für Ken-André Olymp mit 2 Toren heute und 3 Scorerpunkten. Die DEG damit auswärts weiter extrem stark. 4 der letzten 5 Auswärtsspiele haben sie gewinnen können. Und in Köln wird sich wieder die Frage stellen, wie kann diese Mannschaft gegen Teams bestehen, die spielerisch vielleicht nicht so stark sind wie man selbst, aber die eben durch taktische Disziplin, Einsatz und Leidenschaft zu überzeugen wissen. Ein Rätsel, das nur Niklas Sundblad lösen wird können. Mal wieder mit Eishockey in Rheinkultur. Und wir sehen hier an den Jubelbildern,
dass jeder weiß, egal wo er herkommt, dass ein Derby-Sieg doch immer ein sehr wichtiger ist. Die Stimmen zum Spiel, die erste vom Haie-Kapitän bei Hans Finger. Genau, das ist Moritz Müller. Mo, letztendlich hat es wieder nicht gereicht, gegen die DEG die Punkte hier zu lassen. Was waren die Gründe aus deiner Sicht? Ich denke, wir haben ganz gut angefangen, machen dann das Tor nicht, haben viel Überzahl, verlieren da vielleicht ein bisschen unseren Rhythmus. Und sollen aber keine Ausreden sein, wir wollen zu Hause immer die Spiele gewinnen. Und sehr ärgerlich für uns heute, der Ausgang vor vollem Haus hier, können wir uns nur entschuldigen bei den Zuschauern, dass wir das heute nicht gedeichselt haben. Aber für uns gilt es jetzt weiter nach vorne zu schauen. Die Jungs oben meinten, Düsseldorf hat euch taktisch auch vor Rätsel gestellt. Waren die einfach disziplinierter in den entscheidenden Phasen? Nee, ich glaube nicht, dass es Düsseldorf war. Ich glaube, wir waren heute selber manchmal in Phasen, wo wir unsere Linie verloren haben und wo es ein bisschen wild war bei uns, der Spielaufbau. Und haben ein bisschen zu viel improvisiert, uns nicht genug an unseren Spielplan gehalten. Und scheint es, als ob wir heute zu viel wollten vor den vielen Fans hier. Also es bleibt dabei mit 3 Siegen in Folge in das Spiel gegangen. Ist es immer noch die Konstanz, an der ihr arbeiten müsst, jetzt mittel- und langfristig in der Saison? Ja, das gilt ja für jede Mannschaft, eine Konstanz zu finden in der Saison. Jetzt haben wir 3 Spiele gewonnen hintereinander, jetzt verloren. Jetzt ist wichtig, dass wir die nächsten Spiele wieder richtig angehen und da die Punkte wiederholen. Dann viel Glück dafür. Dankeschön. Basti, bitte. 95. Derby-Sieg für die Düsseldorfer IG und vor allem die Auswärtsbilanz poliert die DEG hier durchaus etwas auf. Die Statistik der gesamten Partie hier noch einmal für Sie entscheidend, sicher auch mit die beiden Unterzahltore der DEG. Es war der 30. Auswärtssieg, den man in Köln geholt hat. Und das im 105. Spiel. Diese Siege hier sind also relativ übersichtlich gesät. Aber die DEG hat jetzt doch wirklich eine Serie gestartet. Angefangen mit dem Winter Game am 10. Januar dieses Jahres hat man im Jahr 2015 alle 4 Derbys bislang gewinnen können. Und wir wollen natürlich auch den siegreichen Coach heute hören. Der steht im Studio bei Felle und Hans. So hat er gerade noch gejubelt zusammen mit seinem Assistenten Tobi Abstreiter. Und jetzt ist er bei uns im Studio nicht minder glücklich. Denn ich denke, wenn man ein Derby gewinnt, Christoph Kreuzer, dann, ja, dann ist alles in Ordnung. Ja, Derby-Siege sind immer super. Also das macht super Spaß. Man merkt immer wieder bei jedem Derby, dass man innerhalb der Stadt oder so, jeder fiebert dem entgegen. Die Mannschaft ist heiß von der ersten Sekunde an, wenn wir das Training, wenn die Vorbereitung auf dieses Spiel ist. Ja, am liebsten habe ich immer so ein Derby an einem Freitag. Da kann man sich am besten und am schönsten auf vorbereiten. Ja, dann haben die Spielplangestalter in dem Fall alles richtig gemacht. Felle, was würdest du sagen? Womit hat die DEG sich den Sieg verdient? Also ich glaube, wir hatten ja zum Anfang analysiert, dass die Kölner das erste Drittel sehr, sehr gut gespielt haben. Und ich glaube, dass du ja wahrscheinlich dann in der Kabine irgendwie vielleicht eine kleine Veränderung vollzogen hast. Weil ich glaube, dass ihr nach 20 Minuten hättet nicht so weiterspielen können. Und was sagst du dazu? Habt ihr da irgendwas verändert? Ja, wir mussten was verändern. Wir können Köln nicht so viel Zeit lassen. Wir müssen da aggressiver dann spielen. Das haben wir gemacht. Ja, direkt im offensiven Drittel haben wir die Verteidiger besser unter Druck gesetzt. Die Zweikämpfe härter gespielt. Auch in unserem eigenen Drittel mussten wir schneller die Zweikämpfe eröffnen. Da mussten wir aggressiver spielen. Das haben wir super umgesetzt. Die Mannschaft hat da wirklich hart gearbeitet. Und sind wir super ins Spiel gekommen. Ja, also, davon abgesehen hat man natürlich einen super Start auch. Wir spielen 3-5 und haben Konter und schießen direkt das 1-0. Das stärkt natürlich generell das Selbstvertrauen. Aber wir mussten das umstellen, weil sonst hätten wir das Spiel nicht gewinnen können. Und vor allem hat die DEG heute 6 Tore geschossen. Das ist ja schon was Außergewöhnliches. Der schwächste Angriff. Deswegen wollen wir mal auf 2 Tore schauen aus dem letzten Drittel. Zum Beispiel das 2-4, das Marcel Brandt dann angerechnet wurde. Ich weiß gar nicht, war der noch dran? Hat er was gesagt? Oder? Ja, er hat es gesagt. Mal sehen, vielleicht sieht man es jetzt hier. Da, sehen Sie? Siehst du, da hat er abgefälscht, genau vorm Tor. Und da vorm Tor war keiner mehr dran. Ja, so muss es sein. Ja, 2 Mann gehen hart zum Tor. Schall bringt die Scheibe zum Tor. Das wird immer gefährlich. Ja? Und das freut mich auch für Marcel, dass er sich belohnt für seine harte Arbeit in den letzten Spielen. Und so schwer ist Tore schießen gar nicht, ne? Wie groß ist die Erleichterung, dass heute mal so oft geklingelt hat? Natürlich der Sieg schön auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass dieses Thema vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerät und die Spieler wieder einen freieren Kopf haben?
Ja, das Thema ist immer nur von den Medien, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei uns, wir machen das nicht wirklich zum Thema, weil wir wirklich hart arbeiten. Ich habe schon immer gesagt, wenn wir immer Chancen haben, dann ist es gut. Wenn wir keine Chancen haben, haben wir ein Problem. Wir haben dafür immer hart gearbeitet. Die Jungs haben Selbstvertrauen. Sicherlich das ein oder andere Tor hätte mehr fallen müssen oder der ein oder andere hätte mehr treffen müssen. Aber du musst immer dran glauben. Und das machen wir jeden Tag. Und die Jungs sind gut drauf. Wir hatten ja auch zwischenzeitlich nach dem zweiten Drittel dann festgestellt, dass die Düsseldorfer 36 Mal auf ein Tor geschossen hatten, also nach 40 Minuten. Jetzt und es ist es 48 gewesen. 48, also überleg mal, also es ist keine geringe Zahl. Und von daher ist das ja genau das, was der Christoph eigentlich sagt. Definitiv, deswegen lassen wir Medien das Thema jetzt erstmal beiseite, würde ich sagen. Und schauen uns lieber noch ein Tor der DEG an, und zwar das 5:3 durch Kurt Davis. Aber da war vor allem die Vorarbeit interessant durch Kreuzer Junior, hätte ich fast gesagt. So jung ist er nicht mehr, aber Junior ist er in dem Fall, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Daniel spielt natürlich so, wie man das von ihm gewohnt ist. Kampf bis zum Letzten. Ja, setzt sich durch im Zweikampf mit Händen, mit Füßen, mit dem Schläger. Ja, da macht er, glaube ich, den Kick mit dem Fuß zum Kurt. Der schießt direkt. Das ist immer schwer für einen Torwart. Ja, sowas braucht man. Und das kannst du nur erreichen, wenn du wirklich auch einen Zweikampf und hart spielst und den gewinnst, ja, wenn du dazu bereit bist. Musst du nur aufpassen, dass er nicht von der Fortuna abgeworben wird, weil bei denen läuft es ja nicht so. Die brauchen ja gute Fußballer. Insofern zusehen, dass er bei euch bleibt. Fälle aus Kölner Sicht müssen wir natürlich nochmal drauf schauen. Mo Müller war ja relativ selbstkritisch und hat gesagt, wir haben selber das Spiel verloren. Qualität hätten sie ja. Warum kriegen die das nicht 60 Minuten hin? Ja, ich glaube, das lag jetzt aber eigentlich eher an den Düsseldorfern heute. Weil sie haben in dem ersten Drittel haben sie sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt, auch die Zeit und den Raum. Und ab dem zweiten Drittel waren die Düsseldorfer einfach näher am Gegenspieler dran und haben auch hinten ruhiger gespielt, den ersten Pass, den Aufbaupass, der ist viel, viel besser gekommen. Und das macht es natürlich dann so einer Mannschaft dann auch schwer. Also Zweikämpfe sind auch immer wichtig. Wenn du gegen eine läuferisch starke Mannschaft Zweikämpfe spielst, dann muss man sich da auch erstmal durchboxen. Definitiv. Am Sonntag geht es für die DEG gegen die Hamburg Freezers zu Hause. Ist mit den Fans jetzt wieder alles in Ordnung? Mit den Fans war nie ein Problem. Bloß die Fans sind für mich wie ein Mann mehr auf dem Eis. Das heißt, ich gehe eigentlich mit denen um wie mit dem Spieler. Und wenn ich mit dem Spieler nicht zufrieden bin, spreche ich das auch an. Und wenn irgendwas ist, weil wir müssen zusammenhalten. Und wir sind nur als Einheit stark. Und da dürfen wir nicht auseinanderbrechen. Nur das will ich erreichen. Und die haben heute hier einen riesen Job gemacht, wie die Mannschaft auch. Und so muss das sein. Immer, jedes Spiel. So wird es am Sonntag wieder sein, bin ich mir ganz sicher. Dankeschön für den Moment und überhaupt für das Gespräch, Christoph. Ich denke, wir schauen noch auf die Ergebnisse zusammen, weil das interessiert natürlich den Cheftrainer der DEG auch ziemlich. So, hier sind die Ergebnisse. So, jetzt aber. Erstes. Das erste ist super. Das erste ist super. Dann lese ich es jetzt nochmal vor. Also Kölner Haie, Düsseldorfer EG 3:6. Adler Mannheim besiegen die Krefeld Pinguine mit 4:2. Der ERC Ingolstadt mit neuem Trainer hat bis jetzt nichts gebracht. 1:2 gegen die Eisbären aus Berlin. Nach Overtime gewinnen die Iserlohn Roosters, die also dranbleiben an den Adlern, bei den Hamburg Freezers, die am Sonntag nach Düsseldorf reisen. Die Schwenninger Wild Wings unterliegen den Augsburger Panthern 4:5. Nach Overtime auch ERC Red Bull München 3:4 gegen die Thomas Sabo Ice Tigers. Und richtige Klatsche für die Straubing Tigers bei den Grizzlies in Wolfsburg. 8:1 das Endergebnis. Und der Blick auf die Tabelle wird uns verraten. Vorne natürlich Mannheim und Iserlohn, die am Sonntag praktischerweise bei Servus TV gegeneinander spielen. Die Kölner Haie jetzt auf 7 mit 33 Punkten. Für die DEG müssen wir noch umblättern, formuliere ich es jetzt mal, auf Platz 9. Da hat sich nichts geändert, aber rangerutscht an die Mannschaften davor. 31 Punkte jetzt bei 21 Spielen. Also das sieht schon wieder besser aus. Und ich bin mir sicher, da kommt noch einiges von der DEG in dieser Saison. Christoph Kreuzer, Dankeschön für den Besuch. Glückwunsch und dann viel Spaß in Düsseldorf die nächsten Tage, weil wie gesagt, nach so einem Derby-Sieg, da lebt es sich leichter. Dankeschön. Christoph, danke. So. Liebe Eishockey-Fans, wir wollen noch schauen auf das, was wir demnächst haben. Ich habe es kurz schon anklingen lassen. Am Sonntag steigt der Kracher schlechthin in der Servus Hockey Night ab 17.30 Uhr bei Servus TV. Nämlich die Iserlohn Roosters empfangen dann die Adler Mannheim. Also 2-1, mehr geht nicht. Am Freitag, heute in einer Woche, 4.12. spielt dann der ERC Ingolstadt bei der Ole 1 TV gegen den EHC Red Bull München. Und weil es so schön war, gleich nochmal der ERC Ingolstadt am Sonntag dann. Servus Hockey Night 17.30 Uhr. Gegen die DEG wollen wir mal schauen, wie die sich dann auswärts präsentieren nach dem Derby-Sieg heute. Und dann hätten wir noch zwei Fußballhinweise für Sie. La Liga aus Spanien, mit Sicherheit auch sehenswert. Samstag 16 Uhr empfängt Barcelona Real Sociedad aus San Sebastian. Und am Sonntag um 16 Uhr Real Madrid in Eibar
im Baskenland. Also der ganz kleine Verein gegen den ganz großen. David gegen Goliath, immer gern genommen, ne? Absolut, nehmen wir. Das nehmen wir doch mit. So, und jetzt machen wir den Laden dicht, würde ich sagen. Die 18.000 sind so gut wie weg. Aber so ein Derby, das schlaucht, ne? Auch für uns? Ja, es schlaucht, aber macht riesig Spaß. Ich meine, es war eine Kulisse heute, ausverkauftes Haus, 18.000 Zuschauer. Mehr, also Eishockey, hurra. Wir freuen uns aufs Nächste. Danke, Felle, genau, für deine Begleitung. Danke, dass Sie dabei waren. Einen schönen Abend aus Köln und bis bald beim Eishockey. Ciao.